Jumbo Moin geflügt und auch heute meine lieben Arlandratten da draußen und herzlich willkommen zu Sea of Thieves zusammen mit dem guten Tony. Ahoi, ahoi. Wir entdecken ganz neue Gefilde, fernab von Galaxien weit, weit weg und fernab von einem Ort, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Reisen wir jetzt auf Wasser. Genau. Mit unseren eigenen kleinen Schiffchen. Genau. Ein Zweimaster, weil die Schaluppen haben irgendwie so einen kleinen Bug drin gehabt gerade, da sind wir irgendwie ständig nur durchgeglitscht durch den Boden. Ja, ziemlich durchgeglitscht. Also, es sah witzig aus, aber wir hätten keine konkrete Arbeit damit verrichtet. So, ja, was machen wir heute? Wir machen die neue Singleplayer-Mission, die rausgekommen ist, ein Piratenleben, wo auch der gute Captain Jack Sparrow mit dabei sein soll. Bin mal gespannt. Ich freue mich. Also, die einzige Info, die ich habe, wir müssen da zu diesem. Die nachfolgenden Let's Plays verzögern sich aufgrund guter Musik. Ja, weil sonst, sie scheint die gehört dazu. Ja, nee, muss sein, ne? Ich versuch das gar nicht. Überlass das Snacken mal den Hamburger Jungen, ne? Ja. We are pirates, because we are. We are. So, ist dann VR, ist das dann schon Virtual Reality R? Genau. Oder? Okay. Genau. Was hat Yoda gesagt, als er sich zum ersten Mal auf 4K Auflösung gesehen hat? Michse Grün? Mhm. HDMI. Ach Gott. Oh je. Der Michse wäre, glaube ich, auch eher Judger gewesen. Ja, ja. Ich glaube, ich habe die falsche. Okay. Ich würde es gerne irgendwie so einrichten, weil normalerweise, wenn ich mit anderen Leuten das spiele, die rappeln das immer weg, drücken es weg und rennen los. Ich würde mir jetzt gerne für die Aufnahme hier alles anhören. Natürlich. Ich sag's nur vorher mal. Anu, wie lange spielen wir schon zusammen? Ich krieg gar nichts angezeigt. Muss er an sie rangehen und er drücken. Aber sie hat irgendwie nur ein Wort gesagt. Okay. So viele Schiffe, so viele Leben. Ich sehe sie kommen und gehen und sie ignorieren mich. Niemand sieht einen Schiffsbrüchigen. Ich drück jetzt mal auf Fortfahren. Ich hoffe, sie redet dann mal wieder weiter. Mhm. Warte mal, ich breche. Das Spiel ist heute aber auch ein bisschen buggy unterwegs. Wieso? Sie hört immer auf zu reden, sobald ich an sie rangehe. Musik, Seemann, Effekt, Audio. So, was fällt sie denn? Oh, Audio? Audio? Ja, das ist nur Lautsprecher oder Kopfhörer. Effekte? Das ist Effekte, aber die sind auf 80%. Also, wie hoch soll ich die noch schrauben? So, also, Madamche, hier. Ich stehe schon Feuer und Flamme für dich. What service do you see? Okay, sie redet nicht. Ich lese jetzt einfach vor, okay? Ja, ja. Du bist anders. Du siehst das Lager. Du siehst die hübschen Flammen. Bald siehst du noch viel mehr. Ich suche nur jene, die die Wahrheit suchen. Jene, die sich den Sturm entgegenstemmen und das Piratenleben verteidigen. Meine Brüder beleuchten diese Wahrheit. Oh, Zadwasch. Wenn du bereit bist, schare eine Crew um dich und kehre zu ihnen zurück. Best be worried, what lie. Achso. Wenn du redest, bewegt sich der Mund, habe ich gerade festgestellt. Wenn ich rede? Ja. Deine auch. Ja, das ist ja cool. Ich dachte, das ist nur, wenn man diese komische. Ja, das ist aktiv. Ich habe diese Trollertüte hier aktiv hat oder so. Nee, auch generell. Weil ich habe mich ganz kurz leise bei dir im Hintergrund abgehört. Oh. Ja. Interessant. Okay, also ich muss die. Gut. Hier, wir müssen es hier annehmen. Wir brauchen gerade nicht mit ihr reden. Wir müssen hier so das Messer reinstecken. Ah. Ein Piratenleben. Eine seltsame Schiffsbrüchige warnt vor Gefahren. Sowohl für die Sea of Thieves als auch für das Piratenleben an sich. Cool. Oh, war das nicht schon? Piraten haben Scoot-Melodie nur in ultra langsam. Spürst du das? Ein düsterer Wind, der von jenseits des Horizonts bläst. Das liest sie jetzt wieder vor bei mir, bei dir nicht.
Achso, okay, ich bin Hattiklappe. Ganz komisch hier heute. A deep hunger, a heart of fire, but them always promise the freedom of the sea. Now, though, a new danger is coming on the tides, already a change this world to its liking. And if what it wants can't be found, it will take everything. Want to know its name? The one who brought this ruin lie in iron below the feet of the ferryman, trapped for all forever in the sea of the damned. Nobody but its captain may trade below the deck of that ship. That means to learn the truth with your own eyes, you'll have to stow away. But if the ferryman him catch you, your destiny might end there. Still listening? Then listen close. All you think you know about your life and death is only the beginning. With your heart still beating, you will see those cursed shores with new eyes. When you raise up the flame of souls, all I can do is show you the way. Oh, Münzen. Okay, keine Münzen. Mach gleich Magie. Sie gleich niest, was Pfeffer. Oh. Da. Oh. Okay. Hinten ist das Portal. Okay. Ah, ganz nah. And now you will do the same. Take these words for the journey. If you read them right, them whisper what has been and what is yet to be. Whispers to help you save a pirate's life. Now make sail. The door is open. The prisoner is waiting. And our time is trickling away. Na dann. Okay. Seemannsgarn erhalten. Perfekt. Schauen wir sie mal an. Ihr Gezeiten führt mich her, dorthin, wo der Despiratentraum auf ewig wehren kann. Wechseln wir uns einfach ein bisschen ab. Nicht jeder Seefahrer trägt den Piratentraum im Herzen. Und ein großes Übel. Ja, okay. Und ein großes Übel sucht ihn zu beenden. Alter, Handy, ich lese hier noch was vor. Ja, klar. Entschuldigung. So, und es ein gibt solche, die ihm dienen würden, die aber die ein dunkles Zeitalter für dieses Sea of Thieves wünschen. Mhm. Der Tod erherrscht hier nicht. Ein anderer wacht über das Tor zwischen den Welten der Fährmann dient. Mhm. Der Piratentraum bedeutet Freiheit, doch jene, die ihn verfolgen, erwarten ein Schicksal schlimmer als der Tod. Schlimmer als der Tod? Okay. Mhm. Der Fährmann weiß und fürchtet es, doch ist er an seine Pflicht gebunden, verpflichtet, den Retter der See zu fesseln. Ein Gefangener, getragen von den Wogen der Ewigkeit, die kein Pirat je lebend erblickte. Also wenn ich jetzt den Trailer noch richtig im Kopf habe und mir diese Hände da angucke, dann würde ich sagen, ist der Gefangene wahrscheinlich Jack, oder? Ja, kann das sein. Die Sea of Thieves braucht Piraten, die tapfer sind und treu, mutig genug, sich der nahenden Dunkelheit entgegenzustellen.
Schau zum grünen Horizont, zum Schein, der dich zu verwunschenen Ufern bringen wird. Um diesen Traum zu retten, das Piratenleben, muss erst ein Leben gerettet werden. Und das war's. Das war's? Ja, das war's. Dann ich okay, dann kriegen wir wahrscheinlich mehr, wenn wir mal da durchgedüst sind. Ja, dann düsen wir mal los. Alle Mann an Bord ablegen. Genau. Letzter Aufruf. Vorwärts, ihr Landratten. Setz die Segel. Ist jetzt mein Segel. Bitte klappen Sie Ihre Tischlein hoch. Geben Sie sich in eine aufrechte Sitzposition. Genau. Und vergessen Sie nicht, den Spiel hochzumachen. Schickes Ding. Ja, irgendwas mit Bart. Irgendwas mit Bart. Irgendwas mit Bart, ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß. Hoppala. So. Es geht direkt schon flott los. Wir haben einen guten Rückenwind, glaube ich. Ja. Oh, so, super. Moment, ich muss das hintere Siegel mal rum, sonst sehe ich hier nicht viel. Ja, ich sehe auch nichts. Oh. Reicht schon. Okay. Ich segel mal. Ich übernehme das Steuer, Captain. Oi, oi. Oh, wir sind ganz schön flott unterwegs. Soll ich die Segel wieder rausgenommen, ja? Gucken wir mal. Nimm vom vorderen vielleicht nochmal. Wenn beide nur so halb sind, dann sind wir nicht ganz so flott. Ja. Kannst du vielleicht. Ja, geht schon. Ich weiß nicht, wie gut wir da durchpassen. Das sieht sehr eng aus. Ja, bis jetzt. Also von hinten sieht es noch gut aus. Okay. Alles groß genug. Denk ich. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ja. Okay. Ich auch nicht. Aber jetzt. Denkst du an Galaxy Quest, wo man so an Dings entlang schraubt? Ein bisschen weiter rechts. So. Okay. Oh, wir haben einen Gleiter, wir haben einen Geister. Ja. Oh. Ja, hallo. Ein Klapp, Baudermann. Trinkets and coins. Guck dir mal das Wasser an, wenn du von oben rauf guckst. Das sieht irgendwie so ein bisschen spacey aus. Ja, das ist total flaches Wasser vor allen Dingen. Total ruhige See. Ja, aber wir kommen gut voran. Boote. Das war doch im. Oh, war welcher Teil? War das? Trailer. Den dritten Teil. Achso, das auch. Ja. Kann man die irgendwie abrunden? Oh ne, die abrunden funktioniert gar nicht mehr. Würden wir eigentlich lenken? Gute Frage. Also, vorhin hat gesagt, Steuer übernehmen. Oh, Steuerbord, ich halt voll rein. Es tut sich gar nichts. Oh, ich glaube, das wird. Nee, würde ich nicht machen, weil da passiert gerade was. Auf jeden Fall weiß. Oh, was ist das da links? Guck mal, diesen riesigen Turm da an. Es sieht aus wie ein Leuchtturm. Leere Schiffe sind leer. Nee, da sind wir hier drauf. Die halten Laternen hoch. Okay. Das hat doch der. Oh, wer ist denn da drauf links? Ich glaube, der Vater von der Elizabeth Swan, der Governor, der ist doch irgendwie. Von dem East India. But keep a weather eye open, mates, and hold on tight with both hands if you please. There be squalls ahead, and Davy Jones waiting for them what don't obey. Okay. Ist das jetzt Davy Jones? Ich hoffe nicht. Hier, sein Schiff sah woanders aus, das sah ein bisschen zerfetzter eigentlich. Oh ne, hier links sind auch noch welche. Oh ja. Oh, und hinter uns. Oh. Hier sind ein paar mehr Schiffe. Wollen wir das Wasser reinhüpfen? Ah ne, wir haben eine Alpha-Wand ums Schiff. Ah ja, okay. Was ist das vielleicht? Vielleicht auch besser. Oh, ich glaube, wir müssen da. Ach ne, das Schiff fällt, glaube ich, schon allein drauf. Ja, ich konnte nicht lenken vorhin zumindest. Also, okay. Keine. Ich finde es toll, dass wir volle Segelgeräusche haben, obwohl die Segel gar nicht richtig drin sind. Oh. Oh, Cutscene. Katzen ist auch cool.
Gab's vorher auch nicht im Spiel. Nee. Aber jetzt hier auch so geile Kamerafahrten machen kann im Spiel, wie bei SEO. Das wäre cool. Okay. Und durch. Sind wir wieder draußen? Wir sind auf der anderen Seite durchgefahren, auf jeden Fall. Um Segelwelt wäre mit allen Spielern. Wenn sie freundlich sind, auf jeden Fall gerne. Okay. Guck mal, was die Karte sagt. Aber wir sind irgendwo und nirgendwo. Irgendwo und nirgendwo, das ist gut. Du, ich glaube, kann ich jetzt wieder lenken? Ja. Ah, ich kann wieder lenken. Wir müssen mal gucken, wo wir hier irgendwie. Ja, ich vermute fast, dass es, weil es die einzige Insel hier ist, wo wir anlegen. Ja, oder? Ja. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo. Das sieht aber alles nach Felsen aus. Naja. Ja, aber das Ding. Oh, wobei. Das sieht ganz gut aus da vorne. Okay. Ja, das ist der Steuerbord ist ein Steg. Oder zu, nee, ist ein Knochen. Nee, kein Steg, ist ein Knochen. Knochen, okay. Nee, das, ein Sack. Okay. Ich würde mal nach Backbord, nach Steuerbord. Ja, machen wir einen Anker rein. Oder Anker reinmachen. So schnell kommen wir gar nicht mehr zum Stehen hier, sonst glaube ich. Na dann. Ja, dann. Warte mal, haben wir vielleicht was Neues im Buch stehen? Gute Frage. Nee. Nee. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, erstmal an Land hier gehen, wa? Ja, dann. Also, was es auf jeden Fall hier gibt, sind auch reichlich so Bücher. Mhm. Müssen wir halt Ausschau halten, die man lesen kann. Gibt halt Achievements und so ein Kram. Mhm. Wo schon mal durch. Erkunde die Inseln. Hm. Der Seite jedenfalls nicht. Oder bist du irgendwie weitergekommen? Nee. Dahinter ist halt Ende. Guck mal auf der anderen Seite. Irgendwo ein Durchgang ist. Interessant, dass die Palmen hier lila sind. Oh. Hm. Alle standen sind die da hier. So. Und hier hat hier geht's Musik weiter. Auf jeden Fall. Hier, bei mir geht's weiter. Ah, okay. Hier ist, da ist ein. Da ist steht auch irgendwas. Oh, okay. Lebt das? Sieht nur nach Statue aus. Oh. Da sind sie mal nur Blöckchen. Da auch. Mal hier was machen? Weiß ich nicht. Na, ja, gehen wir mal weiter, das wollte ich auch kurz sagen. Wasser. Hübsch. Mhm. Kann ich durch. Jetzt doch. Burn oh. Bright, accursed lights. Upon tales of old and ill deeds. Long past. Okay. Ah, okay. Hey, von denen hatten jetzt hier Geräte von den vier? Ja. Oh, hier, Laterne. Okay. Gut, jetzt haben wir eine andere Farbe. Seelenflamme. Gucken wir mal. Seelenflamme kann nicht genommen werden. Ah, ja. Ah, okay, verstehe. Ah. Sesam, öffne dich. Dead men tell no tales. Okay. Okay. Alles schön liegen bleiben, nicht aufstehen, bitte. Wäre ich auch sehr verbunden für. Hm. Und dieses komplett schwarze Wasser. Möwengeräusche, die sind auch mal neu. Hm. Alle Möwe.
Sieht voll gut aus. Wieso haben sie nicht schon längst Möwen im Spiel? Da hört jetzt noch jemand zum Entflammen, glaube ich. Ja. Da. Ja. Kennst du die Melodie? Yo ho, Piraten haben es gut, irgendwie nur langsam, ne? Ja. So. Gucken, ob noch mehr da ist. Ich glaube, da muss noch mehr sein. Warte mal, von wo kamen wir denn? Wir kamen von hier hinten, ne? Ja, genau. War vielleicht bei denen hier noch irgendwie eine? Ah, ne, hier geht's weiter. Glaube ich, hier können wir auch weiter. Wo denn? Ach, da. Oder? Ne, doch nicht. Hätte ja sein können. Okay, also mit. Aber hier, warte. Ja. Ah. Ja, die hast du schon gesagt. Wow. Geister. Ah ja. Ah. Okay. Wir machen das auf. Dankeschön. Danke. Also ich glaube, die nicht ins Skelett sind unsere Freunde, oder? Ja. If he be brave enough to perceive the curse of Dead Man's Grotto. Okay. Okay. Na dann. So, jetzt ist hier weg. Okay. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Glaub nicht. Nee, nichts in der Eingeber. So. Aber geht weiter. Bist du schon weitergegangen? Oder? Nee, ich bin hier gegenüber bei diesem Schiffsrad-Ding. Wo man hier irgendwie reinkommt. Interessanter Kettenschwert, der da drin ist. Gesundheit. Ja, das stimmt allerdings. Oh, da ist ein Buch. Das Buch. Das Buch? Ein Buch innen drin. Neben dran. Ja, stimmt. Kann man da irgendwo ran? Kann man vielleicht von oben rein? Nee. Ja, vielleicht. Das sieht ein bisschen löchrig aus. Ja. Hier irgendwie rauf. Na, nicht so weit. Nicht so. Danke. So. Nö. Naja. Ah. Na, wie steuert sich so als Skelett, ne? Wenn ich das Ding jetzt drehe, ist ein Knochenbau auch am Arsch, ey. Ja. Okay, vielleicht kommt man da später rein, wenn man vielleicht einen Schlüssel hat oder so. Ja, wahrscheinlich. Gehen wir mal weiter. Jo. Also irgendjemand hat ja auch gekämpft, sowas. Oh, Arsch. Hm? Oh. Musik ist ja nice. Ah, hier oben. Die feiern hier. Okay, wir stimmen nicht auf dieselbe Musik mit ein. Ja, ja. Ja. Gerade nochmal auffällig, ich glaube, ich mache das Spiel einen Ticken leiser. Mhm. Ich glaube, die Soundeinstellungen sind echt ein bisschen gewaltig laut. Ja, bei mir ist es relativ leise. Ich muss mal meine Stimme mal ein bisschen lauter. Okay. So. Aber nicht, dass man dich nachher sonst nicht hört oder sowas. Mhm. So, gut. Kann auch ein bisschen lauter sprechen. Ja, nee, es ist, muss ja jetzt nicht gegen anbrüllen. Ah, ja, ist gut. Ah, und dann geht's weiter. Jo. Ganz schön viele Leute aufgespießt hier, oder? Ja, ja, haben wir schon verstanden. Barney King. Ja, genau. Oh. Oh. Na, guck mal, oben auch. Da schleppt irgendeiner die Kiste. Ja.
Ah, das ist die Crew von vorhin. Das ist die Crew von vorhin. Wir kriegen quasi die Story erzählt. Ah. Das ist schon mal der Captain hier. Genau. Wo bist du jetzt? Ah, da. Oben. Ach, geht immer weiter. Interessante Höhlenaussicht hier. Ist unser Schiff irgendwo zu sehen? Nee. Nee, glaube ich nicht. Wir sind mittlerweile schon rundherum gelaufen. Benötigt einen Griff. Oh. Wahrscheinlich unten irgendwo. Sorry, da war ich zu schnell. Gut. Muckt ja nix. Vielleicht das Schwert? Das ging hier? Ja, gucken wir mal, was wir. So nehmen können. Was hier? Ah, verborgene Höhle. Ah. Hinterm Wasserfall. Oh, da blitzert doch was. Wunderbar. Das ist der Griff. Oh, Entschuldigung. Ja. Naja, Gott, der spitzt sich nicht mehr. Der spitzt sich mehr, der hat es hinter sich. Die war fast im ersten Moment aus wie so eine Fackel, finde ich, hier mit diesen Bandagen. Ja, ja. Oh, hier sind so Fledermäuse. Das ist die Bad Cave hier. Der fehlt noch. Der kommt mit dem nächsten Update. No fear have ye of evil curses, says you. Properly warned ye be, says I. Who knows when that evil curse will strike the greedy beholders of this bewitched treasure. Dead men tell no tale. Also ein bisschen was vom Wächter der Ewigkeit. So ein bisschen, ne? Ich finde, der Sound, der kommt immer hier so aus einer Ecke. Das klingt wie bei so einer Geisterbahn. Ja. Okay. Irgendwie geht's hier nicht wirklich. Warte mal. Wo bist du? Du musst hüpfen. Du musst hüpfen. Ah. Oh, da vorne trägt jemand eine. Oh, das ist schon wieder weg. Da war eben Geist, der hat eine Kiste getragen. Hier? Hier, ja. Und jetzt? Ah, hier ist weiter. Oder? Ja. Ja, sieht neu aus. Na, wie kommen wir jetzt darüber? Aber hier ist vielleicht so eine Fackel wieder zum Entzünden. Warte mal. Ja. Ah, hier ist. Nee, hier. Ja. Hier ist aber so wieder so eine Geisteranimation. Oh. Wir sind in ihrer wertvollen Schatztruhe offensichtlich. Was zeigen die uns hier weg? Gibt es hier noch ein Ruderboot? Müssen wir den hinterher paddeln? Nee, ne? Nee. Guck mal, wo sie anlegen. So, vielleicht cheaten die. Ja, sag ich doch. Ich dachte eigentlich, sie fahren durch diese Wand da durch. Ah, guck mal. Okay. Ja, die war so frei. Ist hier runter oder irgendwie? Nee. Das ist aber eine Leiter, doch. Wie geht's weiter? Ah, okay. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh. Kann hier wieder was anzünden? Ne? Nee. Nee. So, jetzt durchs Wasser? Ich gehe mal oben rum. Guck mal, ob da oben irgendwo war. Ah, warte mal. Soll ich das anzünden? Nee. Ja, dann hier auch kurz. Da irgendwas aufmachen kann. Und hier ist so eine Klappe, vielleicht geht da irgendwas. Warte mal, du hast diese Treppe hier runter gemacht oder Brücke, ne? Ja. Tschö. Okay. War nice. Ich hab gedacht, man könnte irgendwie. Da würde irgendwie. Weil da auch noch eine Klappe ist nebendran. Mal. Da drüben kann man nicht spüren, das ist ein bisschen weit. Hier wird man. Ja. Hier ist so ein Flaschenzug-Ding. Ah, okay. Hält das? Guck
gucken wir mal. Okay. Und tschüss. Alle hab's das ja. Also das hältst du mir nicht, ich lieber lieber darüber. Ja. So, Fässer sind wie immer leer. Ja. Okay. Okay. Ja, wo sind wir jetzt dann wie weiter? Ja, da ja, geht's ja einen schönen. Folgen wir den Weg. Hier muss ich sagen, schöne Rätsel. Der Vorteil ist auch, weswegen wir das hier zum ersten Mal so zusammenspielen. Mhm. Wir sind hier auf so einer eigenen Instanz. Das heißt, wir können hier nicht von irgendwelchen anderen Spielern abgefuckt werden. Gegangen werden. Ja, ja, genau. Das ist aber das, was mich im Ich spiele schon knapp anderthalb Jahre. Am meisten nervt. Man will eigentlich diese Singleplayer-Kampagne, diese Trolltales oder Telltales da durchdatteln und dann kommt irgendeiner, nimmt dir das Quest-Item weg und der Quest-Stück fehlt. Ja, genau. Das macht dir echt immer kirre. So, okay, wie geht's jetzt hier weiter? Ah, hier muss nochmal, guck mal, da ist nochmal wieder so ein. Da muss wieder so eine Winde irgendwo sein. Warte mal. Hab ich Licht gemacht? Ich Licht gemacht. Oh, da kommen sie. Mal gucken, ob die wieder cheaten oder ob die für uns die Tür aufmachen. Moin! Dachchen. Haben die jetzt unter durch? Ja, ja. Nee, oder nee. Sie legen an. Warte jetzt. Oh, also weil ich den einen erschießen wollte. Hab ich auch kurz gedacht. Oh, warte mal, müssen wir vielleicht auf das Seil schießen? Nee, das geht so auf. Okay. Ah ja. Nein. Sehr atmosphärisch. So. Okay. Okay, man sollte ihn vielleicht nicht runterfallen. Nee. Da ist ein Schiff. Oh ja. Und nicht anders. Nee, das wäre jetzt ein Highlight. Geklaut, wir sitzen hier fest. Genau. Naja, gut, gehen wir weiter den Berg hoch. Hier ist eine Schaufel, die kann man nicht aufnehmen. Das ist ja ein Ruderpaddel. Oh, ja, okay. Wenn man auf dem richtigen Weg ist, sieht man, dass die Fackeln angehen. Oh, da geht's weiter. Wenn du richtig gehst oder nicht, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja. Oh, ist das ein Fallding? Nee. Oh! Jo, Gönnung! In this place, dead men will always have tales to tell. Also, Geld haben sie, aber kriegen sie nicht geworden. Ich wollte gerade sagen. Oh, ist das diese Münzen aus dem verfluchten Schatz da, wo sie alle so zu Skeletten werden? Zumindest sehen sie so aus, ja. Ich hoffe, wir müssen uns diese Schatzkarte nicht merken. Das sieht schon wieder aus wie Daffy Duck auf dem Planet nach Planet X hier. Und irgendwas machen? Nee, ich warte, ich nehme mal die Laterne. Nee. Kann nichts nehmen. Schatz kann man auch nicht nehmen. Ach, come on. Sauerei. Aber hier hinten geht's, glaube ich, weiter. Hier geht's weiter. Ja, ja, genau. Ah, hier hinten ist irgendwas. Oder? Ja, hier hinten geht's hoch. Die Musik ist ja kultig. Oh, Sprung. Gott, Jump'n'Run, ich liebe es. Ach, du auch, wunderbar. Ei! Geschafft? Nee. Ich fahr hier oben mal. Oh je, hast du was zu essen dabei? Nee. Oh oh. Aha. Aha. Hier am besten mit ein bisschen Anlauf habe ich gerade schon so gemacht. Aber da nicht zu viel Anlauf. Nee, nee, nee. Ja. Okay. Schade, dass man nicht gehen kann oder so. Ja, mit Steuerung. Ah, gut, schon ein bisschen smoother, aber sieht ein bisschen aus wie so gekünstelte Kamerafahrt, finde ich. Okay, es geht einmal nach unten. Was ist hier unten? Es geht einmal nach oben. Gehen wir nach oben. Okay. Huch. So. Oh, hier ist irgendwer von der Brücke erschlagen worden.
Ah, hier kann man seine Waffen wechseln. Waffen wechseln? Oh, Alter, ja. Ist aber jetzt hier ultra langsam. Hallo, Spiel. Ei. Ach so. Ich glaube, da unten ist Schlamm, dann ist er ultra langsam unterwegs. Oh, okay. Nehmen mal. Ich glaube, ich muss hier das Ding durchschlagen oder so. Geile Rätsel. Also von den Rätseln können sie gerne mehr einbauen ins Spiel. Ja. Und weniger von diesen Texträtseln, die man echt immer erst mit 100 Guides versteht oder so. Perhaps he knows too much. He's seen the cursed treasure. You know where it be hidden. Now proceed at your own risk. These be the last friendly words you'll hear. Okay, real nice. Not survive to pass this way again. Alter, leg doch mal eine andere Schallplatte auf. Wir wissen es ja mittlerweile. Hier ist wieder so ein. Ne, hier kann man aber nichts machen. Muss das auch wieder zum. War ja. Ne. Ja, gucken wir weiter. Wenn es hier was so weitergeht? Nee, doch nicht. Nee, geht's nicht wirklich weiter. Man ziehen? Kann an dem Ding ja nichts machen. Wie hast du das eben durchtrennt? Warte. Flaschen zu. Hä? Wir nichts gehabt. Tschüss. Jo. Okay, ich muss dir nur leider Gottes mitteilen, hier drüben ist kein Gegenpart dafür. Okay. Aber warte, selbst. Warte, hier ist noch irgendwas mit Seil. Das warte, warte, anderes, ich oder? Muss doch schnell genug sein. Gut. Nice. Das hier war so ein Ding zum Durchschneiden, was du hattest, oder? Ich glaube schon, ja, sieht ja. Sieht sehr danach aus. Oh je. Perfekt. Jetzt richtig das springen. Sieht sehr vertrauenswürdig aus. Oh, und jetzt? Rutschpartie? Keine Ahnung. Muss ich was machen? Oh, ja, Rutschpartie. Ui! Ui, ui, ui. Ah! Hi. Das war cool. Das nochmal, war nice. Nochmal, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Und da geht's ja weiter runter? Da, oh, nee, da bin ich. Yo, Gönnung, Alter. Guck dir mal die riesige Welt hier an, ey. Oh, wow. Wo wird er überall wow. Hin? Jetzt schon sich durch. Na dann. Also sieht ein bisschen aus, als würde er hinten zu diesen mit diesen roten Segeln, weißt du, weil es so farblich irgendwie mal hier raussticht, ja. Aus dem ganzen Grau und Grau. Ja. Oh, was na ist dann denn hier? Guck dir das da unten mal an. Da ist eine Leiter. Ja. Ins Wasser. Ja, falls man hier runterfällt. Oh. Falls runterfällt. Ja, man spielt wie mich gedacht. Ja schlau. Oder warte mal, könnte man hier theoretisch weiter runterrutschen? Ich gucke noch mal. Nee, das sieht sehr. Nee, das sieht nicht gut aus. Nicht, wenn du Haupt- und Knochen behalten willst. Ja. Muss ja sagen, diese lila Pflanzen sind nämlich so ein bisschen an STO Jahr 1 oder irgendwie so. Ja. Also diese ganzen. Oh, oh, cool. Okay. Wenn hier durch das Gras durchläuft, leuchtet's. Fancy. Pflanzen auch? Ja, auch. Oh, cool. Ein Bewegungsglimmer-Effekt hier. Der Fortschritt des Seemanngarns ist in deinem Missionsinventar gespeichert. Ah, vielleicht gibt es jetzt einen Text. Gucken wir mal gleich. Und? Nee, ich komme über Seite 9 immer noch nicht hinaus. Ja. Meine Berühmtheit wurde erhöht. Ja, bei mir auch. Und Belohnung erhalten. Fremde Küsten. Jetzt geht's aber los. Oh, Fackeln gehen an. Belohnung für Stufe 2. Bin hier raus. Ja, dann. Gucken wir mal. Okay. Das Ding ist so garantiert zum Anzünden wieder da, oder? Ja, genau. Sie klingt so episch. Jo, okay, ich glaube, die. Oh! Hier, guck mal in die Stadt rein. Die restlichen Fackeln sind gerade angegangen. Oh! Also, unbemerkt durchschleichen ist nicht mehr. Nee! Oh, sogar der Turm. Oh, was ist jetzt los? Oh, Geister. Geschichten der Toten. Oh, die heben, oh, guck mal, die heben uns die an. Wie nett.
die ersten lieben Geister im ganzen Spiel hier. Mhm. Normalerweise ist hier immer alles gegen dich. No. War jetzt hier ein Tor oder was? Ja. Gehen wir wieder schnell, nicht dass irgendwas. Nachher bricht's hinter uns ab. Wir gucken uns erstmal hier um. Ja. Kisten, die mich hintergehen kann. Danke, komm mal. Das geht nicht. Ja. So, echt hübsch. Ja. Alter. Ich hab erst gedacht, das ist so eine Art Stadt, aber das sind ja alle Schiffswracks. Ja. Krass. Ja, das ist echt cool. Na, gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, was uns erwartet. Lila Efeu. Also man könnte echt meinen, die SEO-Programmierer mit ihren lila Affront hier sind irgendwie hier einmarschiert. Nicht Affront, wie heißt das? Vorliebe. Ja, genau. Wort Vorliebe. Ja, Affinität. Affinität, danke, das andere Wort mit A. Oh. Wir reden hier. Verwunschener Captain. Ah, ich glaube, ich weiß wieder. Ich glaube, da oben im Knast, oder? Ja, ja. Diese, wie heißt das Ding? Eiserne Jungfrau? It's a foul wind tonight. Hey, ich hab geduscht. He paid the warnings no heed and set foot in sailor's grave while ye still draw breath at the risk of marooning yourself here for all eternity. Now that be what I call true pirate courage. Not like the scurvy sea devils who stole me plunder and jailed me up here. Me own crew, a bunch of treacherous curs. Arr, but this be no way to hold a conversation. Climb up here and lower me cage. I'll make it worth your while. Lower me cage. Well, it's a start, sure enough. But ye barely held on. I'm strung up by this old ship beside the cage. But ye'll never border from the ground. Hold your course and see if you can't make it over to her from where you are now. I'll wait. Okay. Wir müssen doch jetzt irgendwie auf diesen Mast hier rauf, oder nicht? Ja. I'd hate to see you take a tumble and leave me stranded. Oh, bist du da ganz schon? Ich, Wait on me. Aber hier geht's nicht weiter irgendwie. Oh, okay, man muss unten rein. Oh. Okay. Dass das der Weg dahin ist? Ich probier's aber mal. Ach so, über den rechten Bug spricht nicht über den. Ah, okay, verstehe. Genau. Oh. Natürlich. Nee, bin ich erst offen. Ist ja gut. Hier ist wieder so ein Windending. Ja. Wo kommt man hier unter durch? Ah, ja, stimmt. Wenn wir hochkommen. Ne? Und jetzt? Wo bist denn du? Ich bin oben auf der Fracht. Ich komme nicht weiter. Ah, doch. Ich komme nicht hoch. Schande. Muss man irgendwie hochkommen. Ja, ich bin drauf. Warte mal. Lol. Hier ist wieder so ein Winch, ja. Jetzt gedacht, dann kommt hier über das Ding hier vielleicht hoch. Hm? Warte mal. Ah ja, doch. Oh. Oh, hier ist auf jeden Fall irgendwo, wo wir später rein müssen. Hier ist irgendwie Schlüssel zum Aufschließen benötigt. Okay. Für diese kleine Schatze. Allein wozu. Es ist theoretisch, wenn wir gut. Also wenn die Spiel kriechen zulassen würde, könnten wir einfach durchkriechen. Ja, ja. Ach, jetzt hast du das. Ah, jetzt gucken wir auf die andere Seite, oder was? Apple hopp. Ja. Apple hopp. It's not a gap you'll cross, lest ye grow some wings. Oh. Ah ja, hier ist ein Wunsch. Stell dich mal auf das Brett. Die Dinger fallen aber auch auf wie Sand am Meer hier. Ja. Stell dich dich rüber. Wenn es übrig. Und wo ich dann rüberkomme. Zahn. That's the way. Oh, warte mal. Da ist so ein. Jetzt komme ich hier nicht mehr rüber.
Hm? Kannst du mich noch mal ein Stück zurückziehen? Ja, warte, komm. Ich... Oh. Lebst du noch? Ja, ja, klar. Muss ich nur erstmal gucken, wie ich hier hochkomme, ja. Ja, probier mal, da war so eine andere Winde um die Seite, vor dem Frachtding. Ja, am Boden? Ja. Das sah aus wie so eine Art Lift oder so, aber dann hast du irgendwie das über das Springen auch hinbekommen, keine Ahnung. Mehr so in... Ja. Wie zeige ich denn hier mit einem Schwert? Genau, in die Richtung und dann um die Ecke kann ich das vielleicht sehen. Aber ich komme nicht... Nee, da komme ich aber nicht hoch. Oh, warte mal. Wofür ist doch, das recht, das reicht. Okay, ich kann hier von dir drüben auch diese Paletten bedienen. Alles cool. Das ist schwer. I thought he might be lost or gotten yourself trapped for all eternity. But I think it's another trapped soul that brought ye. But you're out of luck. The ferry no longer docks at any part in this place. Sehr schick. Oh, die Musik ist richtig genial. So. Hüpf. So. Genau, dann. So, okay. Überlasse ich dir die Ehre. Oder. Okay. Ich sehe mich schon fallen. Ey, das bin ich ja noch dran. Well, ye took your sweet time, but here we are. Now, ye just need to lower me cage, Barry. Very gently. Okay, das klingt. Das klingt wie Dagobert, wenn er im Englischen Me Money Bill sagt. Schottisch. Schotte ist das. Schottisch ist das, okay. Das Kuriose ist, ich habe weder von unten mit dem Fernglas noch jetzt von hier oben jemanden da drin gesehen. Das ist ein Geist, mit dem wir hier reden? Ich habe das Gefühl, ja. Oh, warte mal, jetzt komme ich hier auf diesen anderen Mast auch rüber. Kommst du da irgendwie runter? Okay, ich komme rüber. Frage ist, was wir hier wollen. Und du bist runtergeplumpst, oder was? Ich bin runtergeplumpst. Ach! I hope the fall might bust open these here bars. But it seems I'll be needing another favor from ye. If ye can hunt down me mutinous crew and find the key to me cage, well, once I'm free, we might just be able to strike a bargain. Also, wir müssen seine Crew finden und den. They probably took it long to celebrate their treachery. The roaches! Find the tavern. And you'll find me freedom. Find the tavern and you'll find me freedom. Okay. Gucken wir mal, hier geht's noch irgendwo weiter. Ah ja, ich hab sie. Moin. Rüste deine Laterne aus, um die Kerze zu. Okay, warte. Die andere da drüben auch? Nee. Ah, das ist ein Buch. Ja, hier. Ach da. Jenseits der Karte. Wollen wir erstmal gucken, was hier passiert? Ja. Ja, ist ja gut. Da ist der Schlüssel. Der Key ist auch hier. Aber ich kann den nicht aufnehmen. Kannst du den aufnehmen? Spezialrezept von Captain Boone erforderlich. Okay. Bones. Von Captain Bones. Schön. Okay. Ja, dann sieht man das. Was? Okay. Jenseits der Karte vom verwunschenen Captain. Der alte Warty Wilkins fährt schon länger zur See, als ich lebe. Und selbst er schwört, dass er so einen Sturm wie den von heute noch nie gesehen hat. Muss aus dem Nichts herangeschafft haben. Seltsame grüne Blitze und ein Donnergrollen, das fast wie Worte klang. Die Winde haben wir überwunden, aber ich werde erst aufatmen, wenn wir uns aus diesem verfluchten Nebel, heraus sind, endlich Land zu sehen und Vorräte aufstocken zu können. Aber seltsame Sache, hungrig war ich schon seit Tagen nicht mehr. Seitdem mir die letzten Haare ausfielen. Ich schätze, ich kann nichts mehr vormachen. Vom Piratenfliegen haben wir alle gehört. Aber was soll's, wenn das Juwel mich verwandelt? Wenn ich ein Skelett werde, dann das reichste Skelett auf den 7 Weltmeeren. Okay, na gut. Dann gucken wir mal nach dem Rezept.
Hier ist nichts. Ich glaube, der hier hinten hat das Falsche getrunken. Guck mal, was in seiner Hand ist. Mhm. Welcher? Der hier. Der hier? Ups. Ups. Mit XXX ist, glaube ich, nie so lecker. Ja, ja. Ja, normal XXX ist aber eigentlich auch Alkohol. Oh, die haben interessante, ja, interessante Würfel hier. Ein Auge von Sauron. Das Auge von Sauron? Hier bei mir direkt vor mir. Ich komme teilweise gar nicht durch. Also Spezialrezept von Captain Bones. Ist er Captain Bones? Nee, er ist der Verfluchte, ne? Guck mal, ich frage ihn mal. Gehen wir mal hin, fragen wir mal. Wollen wir noch mit ihm reden? Schlüssel? Ne, ich kann hier nichts machen. Nee, auch nicht. Ja, dann gehen wir weiter gucken. Nächstes Gebäude. Oh, da blinkt was. Oh, schön. Yo! Oh, kann es sein, dass das die Taverne ist? Das kann natürlich auch sein. Ich kann mich gar nicht bewegen, siehst du mal. Hä? Kann mich nicht bewegen. Cutscene. Ich muss mir die Show angucken. Ah, jetzt. Interessant, ich hätte hier keine Cutscene. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Na, ich weiß. Ja, oh. Heave ho, heave ho. Ja. Efix-Schlüssel. Ah, perfekt. Aber wenn wir dieses Rezept finden, können wir bestimmt noch irgendwas machen. Ja, ich leg den Schlüssel mal hier ab. Mhm. Hier geht's dann noch weiter hoch. Ah, hier geht's noch weiter hoch, ja, genau. Oh, aha. Oh, oh, da ist ein rotes X auf der Karte gerundet. Ja. Ein X hat noch nie einen Schatz. Mhm. Okay. Alles muss also da drüben irgendwo sein. Gucken wir mal. Ja, wo wir gesagt haben, wir brauchen einen Schlüssel. Und du meinst, der Schlüssel ist das? Ja. Ach, das ist der Käfigschlüssel, den wir jetzt haben. Guck mal einfach mal. Ah, hier ist noch ein Buch. Zum Lesen. Warte, hier, warte, bei warte, mir. Warte. Wo ist denn du? Ah, da drüben. Oh, dreh dich mal rum, lies mal auf, was im Schild steht. Last Stand. Ja, schön. Wunderbar. So. Okay, die Beute des Lebens vom verwunschenen Captain. Jahrelang waren Hunger und Elend bei uns, erster und zweiter Offizier. Aber endlich sind wir reich. Meine Crew und ich segeln so, uns die Wellen tragen mit dem Frachtraum voller Schätze. Es hieß, die Sea of Thieves sei voller Beute und man binde mich kopfüber an den Mast, wenn das nicht die Wahrheit war. Wer wusste, dass Piraten tatsächlich recht hätten? Was? Aber ich behalte besser im Kopf, dass einen riesigen Schatz zu haben und ihn zu behalten zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Ach, ein eigener Unterschlupf wäre was Feines. Bin ich den richtigen Ort für mein Plündergut finde, habe ich meine Crew angewiesen, sich von dem Außenposten fernzuhalten. Wir verlassen die Sea of Thieves und setzen unseren eigenen Kurs, wenn nötig. Seltsame Sache, all die Juwelen, aber es gibt das eine, was ich nicht loslassen kann. Hab es gerade wieder in meiner Hand gefunden. Sollte ich vor meiner Crew verstecken. Man weiß ja nie. Fertig. No. Okay. Oh, irgendwas schnarcht hier aber heftig. Ja. Und sie singen immer noch. Ah, hier geht's wieder weiter. Runter. Ach, so hätten wir wahrscheinlich auch dran gekommen. Okay. Ah. Okay. Na gut, hier immer zwei Wege offensichtlich. Ist auch ganz nett. Das ist cool. Genau, aber ich gehe trotzdem mal drüben, wo du warst, weiter. Da ging es ja auch irgendwie rum. Ja, da war aber nur einmal um Schiss rum. Ist eigentlich, ich hab da jetzt irgendwie was übersehen. Achso, nee. Ich hab gedacht, vielleicht gibt's hier irgendwo dieses Rezept. Das ist bestimmt auch noch ein Rätsel. Aber da. Was denn? Abgeschmiert.
Ich komm, ich guck, wer ich wieder reinkomme. So. Okay. Wieder unten. Tito G. Gucken wir nochmal nach dem Rezept, ob wir es noch irgendwie finden. Vielleicht. Ist das vielleicht hier hinten in der Taverne oder so? Oh, warte mal. Luke benutzen. Ja. Ah. Okay. Komm raus, Luke, Rezept, komm raus. Ich bin dein Vater. Warte mal. Kommen wir vielleicht in diesen hinteren Frachtraum rein? Das ist... Und? Nee. Nee, ich verdau es nicht. Ich dachte vielleicht von hier, aber. Nee. Ja, leider nicht. Oh oh. Oh Gott sei Dank. Ah, da fliegt was, da fliegt was. Geht da bloß irgendwo drin? Käfigschlüssel. Ja, das ist der Schlüssel, den ich da hingelegt habe. Achso, du hast. Ach, okay. Ich habe ihn vom Kronleuchter erstmal weggenommen und woanders hingelegt. Ja, gut, dann. Mit diesen Gegenständen kann man in der Hand nicht richtig rennen und ich hatte Angst, zu verlieren. Ja, dann gucken wir erstmal weiter, befreien wir erstmal. Ja, vielleicht gibt der uns ja auch einen Tipp, wo hier was zu holen ist. Genau. Rezepten. Wo war der jetzt da? Boy, Hades burning beard! He found the key! Well, now, a deal that's the way. I'd be fearful that the lock might have rusted after all this time. Being that I'm unable to provide my own means of locomotion, you'll have to carry me. And make sure your hands are clean. I don't want fingerprints all over me skull. Das ist nicht okay, den Mann. Sieht ein bisschen aus wie bei so, keine Ahnung, Macbeth oder was das ist, wo man mit dem Schädel in der Hand redet. Freedom. Ah, it feels good to see in more in one direction. All these years I've spent wondering what happened to me town and me treasure. We've a long journey ahead, and I've yet to find me sea legs. So you get about the walking, and I'll take care of the talking. Let's start by heading for the old lighthouse. Or perhaps you'd rather me take ye on the grand tour of me fallen kingdom. Who knows? There may still be plunder to find. Pirate games be the best of games. That's what I always say. Die längste Schachtpartie aller Zeiten hier, oder? Das sagt nichts weiter. Hätte sein können. Na gut. Müssen wir mal gucken. Also er hat irgendwas vom Leuchtturm auf jeden Fall erzählt, wo man mal irgendwann. Ja, das ist ja vorne. Also. Wo da denn hin? Boah, Gott. Und da kamen wir her. Gibt's hier noch irgendwo hin? Ach, das war, wo wir waren, genau. Ach, hier hinten muss der Schatz, glaube ich, sein. Hier hinten? Ja, auf der Karte. Ach, das X? Ja. Gucken wir erstmal hier, was hier ist. Nee. Gib mal den Schädel. Aber was? Kann ich dir den geben? Okay, nee, ich dachte, man könnte hier vielleicht draufsetzen. Nee. Na gut. Nee. Ja, lass mal irgendwie. Ja, komm, wir finden, kommen wir überhaupt. Nee, wir kommen gar nicht zum Leuchtturm, da ist nur eine Lücke. Ja. Okay, ja, wir müssen aber vielleicht ist das eine Schiffswinde wieder. Naja. Gucken wir mal hinten rum. Ist auf jeden Fall weiter. Da. Goldmünzen liegen hier auf jeden Fall verstreut. Meinen Sie? Ja, nee. Oh, hier knarzt irgendwas. Watch your step. Hast du das hier gebuddelt? There's something unpleasant. Oh oh. Oh oh. Was denn? Er sagt, es wäre irgendwas Unangenehmes hier unter dem Boden. Okay. Gucken wir mal. Folgen wir mal der Goldspur. Ja. Wie kommt man denn jetzt diese Leiter hier rauf? Gute Frage. Ah. Achso, ja. Nimm den offensichtlicheren Weg. Genau. Town for pirates. Built by pirates. I'm amazed it hasn't fallen to ruin. Das ist die andere Dings. Ach, das ist doch die Tür, wo wir nicht durchkamen, oder? Ja, ja.
reach the lighthouse. Vielleicht finden wir irgendwo unterwegs noch dieses Rezept. Kann es sein, dass sie das da rausgeklaut haben und wir gerade in die falsche Richtung gelaufen sind? Möglich. Ja, wir gucken einfach mal. Weil der Schlüssel war ja oben, deswegen. Gucken wir mal weiter. Die Tür ist immer noch zu. Ich kann jetzt einfach mal diesen goldenen Münzen hier hinterher. Ja. Okay. Ich würde wahrscheinlich eh zum Leuchtturm. Ja. Aber bestimmt auch wieder irgendwas. Oder auch nicht. Ah, da drüben ist eine Winch. Wo denn? Da drüben auf dem Dings, auf dem Leuchtturm ist eine Winch. Aber wir gucken uns erstmal um, vielleicht finden wir noch was. Hier auf dem Weg. Da kann man hier vielleicht mit maximal Speed rüber rennen, ey, ne? Nee, glaube ich nicht. Mal. Ist auch nichts. Glory of this town be mostly of the former sort. Tja. Der Ruhm ist nur rum. Da Schala rum. Und da oben kann man auch nichts machen, ne? Ja. Da war ich schon, da ist halt nichts. Hui. Nee, da geht's nicht weiter. Musst du da raus? Bin noch runtergefallen, ich komme wieder zurück. Klatsch, ich käme da irgendwo hoch. Irgendwas haben wir, irgendwas fehlt uns noch im Teil. Waren wir hier oben schon irgendwo mal drinne? Nee. It's a foul winter night. Ja, ja. Ist aber irgendwie nix. Wo bist denn du? Hier hinten? Da wo das X war? Wieso? Komm doch mal zu diesen, wo die ganzen Bugspriete so zusammentreffen. Warte mal. If you're already dead. Nee, hier ist nichts. Ich guck mal weiter. Ich will gerade was gucken. Wenn das ist. Aber ich komm erstmal, weil ich dachte, ich hätte da irgendwas. Ja. Komm. Ich glaube, du musst hier gar nicht oben drauf, du musst nach unten. Warte mal auf den Hauptplatz, wo der Käfig von dem Kerl hier war. Ja, ich seh dich. Ich hab da nämlich von oben durch die Frachtklappe da. Ja. Da liegt ein Buch unten in dem Gebäude hier. Ja, genau. Das haben wir ja auch vorhin gesehen. Echt? Das hast du schon gesehen? Ich hab das noch nicht gesehen. Ja, doch, von der anderen Seite. Ah, hier ist dieses komische Ding. Jo, hier ist... Oh, hier ist eine Tür, die ist wahrscheinlich wieder verschlossen. Nee, die kann man aufmachen. Ah, okay. A man could give himself eye strain. Okay. Doing his bedtime reading in the dark. Beim Lesen. Skelett am Weg. Ah. Wollen wir das mal? Ja.
Der zeigt auf irgendwas. Er vergrößert halt irgendwas da, ne? Stimmt. Oh Gott. Alter, Schädel, ey. Aber hier ist auf jeden Fall ein Buch, was wir wieder erstmal lesen müssen. Also, ich lese jetzt erstmal. Ah, okay. Ist jetzt hier irgendwas? Okay. Worauf zeigt ihr denn? Da ist ein Schiff. So eine Tür. Dann lesen wir mal das Buch. Ach, hier geht's auch hoch. Oder? Nee. Und doch. Ah, ich geh hoch. Aber hier ist nichts weiter. Ah, Laterne benötigt. Ja. No. Mal eben. Okay. Warte mal. Gehen alle hier. Ah, cool. Just once I wish I could be dead on my feet. Oh, hier unten passiert jetzt was. Wir haben hier unten so eine Art Trelane-Musik. Ja, ja. Ach, guck an. Was denn? Guck drauf. Ah, jetzt ist da ein X. Okay, warte mal, wo ist denn das? Erstmal mit dem Fernglas auf eine Lupe auf eine Karte gucken. Ja, ja, genau. Hier, Buch. Ah ja, Buch, ja. Ich wollte gerade was gucken. Okay. Murren in der Mannschaft. Vom verwunschenen Captain. Ich bin der Captain, kein Türstopper. Ich wollte ein Piratenversteck, da gehört mir plötzlich eine ganze Piratenstadt. Immer mehr Schiffe und Matrosen trachten auf die Felsen und bringen Neuankömmlinge und Vorräte mit. Dieser unfähige Leuchtturmwärter ist schuld, der die Flamme immer mal ausgehen lässt. Aber ich lasse Piraten bleiben, solange sie sich meiner Crew anschließen. Eine undankbare Piratin nannte das hier ein Seglergrab. Aber ich finde das einen guten Namen, Sailor's Grave. Warum zu den Lebenden zurückkehren und meine Beute riskieren? Mein gieriger erster Mart will den ganzen Schatz in die Deadman's Grotto buxieren. Zur Sicherheit. Aber ich lasse keine Münze aus den Augen. Ja, dafür liegen hier aber reichlich rum. Ja. Solange wir bleiben, gehört der Schatz uns. Und uns allein. Und wenn diese Leichtmatrosen den Teil nicht wollen, sei es drum. Dann nehme ich auf den ganzen Haufen. Okay. So, genau. Wo warst du hin? Ich nehme mal den. Sie auf dieser. Guck mal hier, was ich nehme mal den Knochen mit. Genau. Hier auf dieser Karte. Fernglas. So. Ja. Da siehst du an diesem einen Bugspriet. Ja. X. Ja, das auch. Aber da hängt doch was runter. Ist ja. Damit der Käfig gemeint? Möglich. Guck mal. Ja, wobei, der Käfig ist ja weg. Ja, vielleicht die Fackeln, die Laternen, die da runterhängen? Möglich. Probier jetzt hier einfach mal. Aber ich meine, es wäre eher hier. War das nicht hier von dieses. War das ja dieses Schiff? Da, ja, stimmt, der hängt auch vorne was runter, ne? Ja, genau. Warte mal, ich mach mal mit dem Handy ein Foto von diesem Ding. Ja. Aber das ist im Wasser. Kann ich unter Wasser sein, oder? Ist unter Wasser? Nee, glaube ich auch nicht, oder? So, Captain, du bleibst mal hier. Auf dem Handy entsperr dich. Oh Gott, wie krieg ich das jetzt hin? Eine Hand da. Und mit der Nase den Foto, oder das Lucy? Geht das? Ja, wo geht's mal, aber. Ja. Nee, unter Wasser kann man nicht graben. Ist hier unten irgendwas? Nee. Nee. Also hier kannst du zwar runtertauchen, aber
Ich sehe keinen Dings. Komisch. Dann warte mal, wenn das da dann runterhängt. Ja, ja. Sag mal hier. Bam. Sieht aber auch irgendwie ein bisschen. Sind halt auch Palmen auf dem Bild zu sehen oder so was in der Art. Ja. Ich sehe hier keine einzige Palme, außer auch diese dürren. Ja, wobei, warte mal, wenn das hier die Palme ist. Oh, die müsste weiter links sein. What's wrong? Don't tell me you forgot all about me. Den hier irgendwo liegen lassen? Ja, ja. Ich hab Regenwürmer gegessen. Yummy yum. Oh, komm zu mir. Ich glaube, ich weiß ja, ja. Wo. Okay, bin unterwegs. Did you think the ferry was all there was to this world? Hast du aufgehoben? Oh, okay. Ja, ja. Dieses am Bug spricht hängende Ding, ist das hier nicht dieses Schild da? Ja, das kann schon sein. No. Hast du ihn? Ja. Ja, ja, ich habe ihn dabei. Pack ihn mal hier irgendwie öffentlich am Platz hin, so, dann vergessen. So, okay, wo soll das jetzt sein? Aber da, hier kann man nicht graben, oder? Nee, das X ist auch weiter links. Ich warte mal, das sind die Palmen? Ich glaube, einfach hier zwischen. Grab hier mal. Oder auch nicht. Geht es so schnell? Oder? Ja, theoretisch beim ersten Stich kriegst du es eigentlich schon. Ah, hier! Ah, super. Bring die verwunschene Kette zur Spitze des Leuchtturms. Wie soll ich den jetzt zum Leuchtturm bringen? Und haben wir den jetzt hier ausgegraben? Truhe des armen Dugi? Schlüssel. Ja, zumindest haben wir schon mal was. Was hast du denn hingelegt? Hier. Na, wo er sich beschwert, der alte Megabolt. Ja, so geil. Ja, dann soll das überhelfen hier, der Vogel. Okay, ich möchte die zum Captain bringen. Warte mal, vielleicht muss ich. Welchen Captain denn? Ich dachte, du hast den Captain in deiner Hand. Nein, dem Typen, dem die gehört. Achso, der hier im Schlafzimmer? Ja. Oder nee, die müssen wir zum Leuchtturm bringen, okay. Ja, hier steht halt, armer Dugis Schlüssel zum Aufschließen benötigt. Ja, der ist vielleicht da irgendwo. Warte mal, ich kann mal ab, ich den schreiben. What's holding a talking skunk? And should have been at the lighthouse by now. Take your time. Dann ist nix, ich kann da nichts machen. Wir cheaten mal nachlesen irgendwo, aber. Naja, sagen wir es mal so, der Schädel sagt hier im Andauern irgendwas vom Leuchtturm. Ja, ja. Lass uns doch nochmal zum. Wo ist jetzt hier der Weg zum Leuchtturm? Wie komme ich denn da jetzt hin, ey? Ich lasse das Ding jetzt hier mal. Ist hier halbwegs mittig. So, dann kann ich wenigstens laufen. Also du hast versucht, darüber zu springen, ja? Genau. Ging nicht. Von hier aus vielleicht. Ah, fuck. Also eventuell schafft man's. Ich bin von der höchsten Spitze hier nach da gegangen. Okay, ich setze mal. Wie sind du hier vorhin rausgekommen? Andere, ja, da an der Seite. Ja, ja, ja. Ja, bring doch. Was ist das denn jetzt? Ah, lass alles fallen und bring die Brücke dazu zu funktionieren. Ich habe ihn abgesetzt und dann ging's los. Nimmst du die Truhe? Ja. Truhe. By and by, my crew starts to grumble about returning to the living world. But I'd have sooner stayed with me loot for all eternity, rather than risk it out on the waves. Ja, noch irgendwas? Nee. Irgendwas nix.
Wir gucken mal, gehen wir weiter hoch. Oh, muss aber Vorsicht sein, das ist nicht mit der Wand verbunden hier, glaube ich, oder? Ja. Auch gerade aufgefallen. Hä? Oh, hier. Sehr vertrauenserweckend. Ja. Die Segel leuchten ja heftig grün. Ja. So. Ey, hier kriegst du einen Drehwurm, ey. Ja. So, ich Alter. Der Architekt hier von. Ja, ja, das ist so ein bisschen. Sehr vertrauenserweckend auf jeden Fall. Hä? Hier geht's wieder runter? Huch! Achso, da geht's. Egal. Steintreppen. Ah, wieso denn? Na, endlich. Hier ist auch ein Buch. Ja, viel Licht gibt's hier aber nicht mehr, oder? Nee. Fremd und doch vertraut vom Verwunsch. Gerade fürchte ich die Langeweile im Nebel. Würde mir den Schädel sprengen. Da hört ich Land in Sicht vom alten Borti. Aber froh klang er nicht. Warte mal, guck mal, was er da uns sagt. Schau mal, ob du mich auf den kopflosen Knochenhaufen da setzt. Gucken wir gleich mal. Lesen wir erstmal das Buch zu Ende. Okay. Vor uns ragte das Land auf, aber so nah, dass wir nicht den Kurs ändern konnten, bevor der Wind uns in die Felsen trieb und unser Schiff zerschellte. Wir erforschten die Grotte und sahen noch mehr zerstörte Schiffe und einen großen Leuchtturm. Seltsam. Meine Crew schwört, dass es den früher nicht gab. Tja, wir haben das Leuchtfeuer entzündet und ich habe wen aus der Crew zum Leuchtturmhüter ernannt. Solange nur das Licht scheint, wird uns schon wer retten kommen. Bis dahin bauen wir uns einen Unterschlupf aus dem Flussblock. Vielleicht sogar eine Taverne. Schon merkwürdig, wie heimlich das plötzlich anfühlt. Die haben sich hier, glaube ich, sehr eingenässt. Ich glaube, wir lesen hier gerade die Vorgeschichte. Kann das sein? Ja, ja, genau. Ja, dann. Okay, so. Auf welchen Knopf? Er will irgendwo hin. Hier der linke da, glaube ich. Ja, verwunschter Captain Schädel erforderlich. Das hat die Kahn nach dem Golem auch gesagt, ne? Ja. Let's see if we can't find some clue as to set this place ablaze once more. First, see if you can't light the brazier with that fancy flame of yours. Of course, lighting up the town is all well and good, but you'll need to point your flame out to sea if we're to call the ferry. Okay. Oi, that's the way. So I think it looked better in the dark. Now, to get the ferryman's attention. Guck mal, ich kann nach oben machen, offensichtlich. Ja. Ich schick mal das Bad-Signal. Genau. Aber hier ist ja einfach nur runter. Ist es. Fancy. Warte mal. Was denn? Warte mal, geht das? Achso, auf diese, diese Kästen hier da vorne oder was? Ja, aber ich kann nicht weiter. Und so auch nach links? Ja. Nee, irgendwie nicht, ja. Nee, ich kann immer nur. Ah, super, das ist ja auch doof. Ist immer nur in eine Richtung dreht. Also, ich kann nach oben, da unten, aber ich kann halt nicht links, rechts. Hm. Komisch. Immer. Ja. Dann geht nur in eine Richtung. Oh! Ah ja, jetzt auch. Das ist eine bescheuerte Steuerung. Das ist mit W und mit S. Also, nach oben und nach unten ist links und rechts. Aha. Ah ja, okay. Okay. Okay, so tap 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 tap. Du kannst das andere rechte nehmen, damit kannst du genau. Ja. Da ist ein A, das sind noch welche. Ja. Rechts. Rechts von uns. Ach. Ja, warte. Das ist sehr verwirrend. Ja, Entschuldigung. Ach, da. Oh. Aha. Verdammten blinden Passagiere. Let me try and get a better view. I see sails on the horizon.
sheeping. The Fairy of the Damned. Though you'll find no welcome passage on her decks. Those hooded fellers are what you might call in charge around here. And they won't suffer the living to board her. The only way ye'll sail aboard that ship is to stow away. I wonder if their little secrets still be stowed about here. Ich würde gerne noch die Links noch. The key to me cabin, after all these years. The keeper took it when he ratted me out to the others and they set upon me. Me ship will be a sight for sore sockets, sure enough. But this moldy old body won't last 5 minutes out there, so I'll need ye to be my transport once again. At least till we reach me ship. Take me to me ship with the red sails, and I'll see ye safely. Ja, aber ich will vorher noch irgendwie wissen, was ich mit dieser Truhe hier machen soll und wo dieses Rezept funktioniert. Ja. Das ist mir jetzt mal diese Truhe, so, zack. Ja. Die ist jetzt hier oben, kann ich die hier irgendwo mitmachen? Nee. Oben war das Licht, das ist ja eigentlich schon erledigt. Ich glaube, die ist hier auch falsch. Oder warte mal, heißt der andere Dugi hier, der ihm gegenüber? Hat er einen Namen? Er hat keinen Namen, nee. Okay. Ich nehme den weg. Zumindest kein Hätte jetzt die Klappe. Oh Gott, gefährlich hier. Ja, man kann hier einfach runter. Ja. Okay, da vielleicht sollte man nicht runter, das ist. Nee. Vielleicht ein Ticken zu hoch. Oh, hier funktioniert es so. Ach, das war schon ganz unten. Wow, oh Gott. Okay, da. Oh, hier ist alles hell erleuchtet. Ja. Leute, die Sonne sieht ja geil aus, so blau. Ja, vor allen Dingen, die oben haben wir ja auch noch diesen Raum, wo wir den rein müssen. Vielleicht kommen wir da mit dem Schatz noch rein. Warte mal, warte mal. Das habe ich ja ganz vergessen, als du mich da vorhin rübergehangelt hast. Ja. Wie sind wir denn da hinten hingekommen nochmal? Ja, nimm ja, lass sie da in der Mitte liegen. Hier kommen wir. In der Reihe. Bitte? Ich lege ihn dazu. So. Ja. Warte mal, wie hast du mich da rüber boxiert? Das war hier hinten aus, ne? Weil da war nämlich so eine Höhle, wo ich nicht wusste, was im ersten Moment damit zu tun ist. Und danach habe ich dann gerafft, weil es da so geleuchtet hat, so. Wie bist du hier vorhin raufgekommen? Achso, mit S. So, genau. Ja klar, nach unten drücken ist nach oben fahren. Okay. Hast du das Ding wieder runtergemacht vorhin? Ich war allein wieder runtergefahren. Achso, okay. Das ist auch schlimm, ja, schade. Aber da blinken ja auch noch ein paar Sachen drin. Irgendwo müssen wir doch da hinkommen. Ja, warte mal. Ich glaube, den Schlüssel, den finden wir jetzt hier. Schick mich noch mal auf dem Ding ein Stückchen weiter. Okay. Wie ein Stückchen weiter? Achso, ja, ja. Nach, genau. Ja. Ich sag dann Stopp, ja. Okay, Stopp. Ich wünsche mir Glück. Das sieht auch eng aus, das Ding. Okay, hat geklappt. Okay, hier ist irgendwas Leuchtendes. Spezialrezept des Captain von Captain Bones. Ja, ist ja cool. Na ja, dann haben wir es doch. Also, du bist auch hier drin. Ja, dann zurück. Dann gehen wir zurück. Ah, lol. Hätte ich das vorhin auch aufmachen können von außen? Ja, nee, von außen ist die. Ja, gut. Dann machen wir das. Warte mal, wo war jetzt Captain Bones? Der war in dieser. Genau, der Onkel liegt hier. Ja. Der ist hier hinten. Und dann bist du jetzt da. Ja, ja. Dann kriegen wir nämlich den nächsten Schlüssel. Bug füllen. Hier, oder? Ach so, okay. Wieso? Na jetzt? Belohnung aufhalten auf jeden Fall. Okay. Einkauf erforderlich. Wie Einkauf erforderlich? Ja, das steht hier. Ja, weiß ich. Oh, warte mal, hier der Schädel. Ja, ja. Wir sind wieder da.
Nee. Nee. Nur nichts mitmachen. Warte mal. Müssen wir wieder zurück. Kann man diese Truhe eigentlich aufmachen? Nee, wir brauchen einen Schlüssel. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel. Ja, aber das hier ist doch nicht Doogie, das ist der verwunschene Captain. Great sails with crossed swords. That's on the fine old ship. Oh my. Wait a moment. Was ist das jetzt? Haben wir hier an irgendeinem Ort noch gar nicht? Also ja, irgendwo muss doch dieser Doogie einfach sein, oder haben wir den... Ja, ja. Ich guck nur mal in der Kaserne, vielleicht hat er irgendwie einen Namen. Naja, ich geh auch noch mal gucken, ob ich hier... Okay. Ja. In der Taverne sind alle weg. Oh. Gerade mal gucken. Hier. Du sag mal, dieses rote X auf dieser Karte oben in der Taverne, ist das nicht die Kammer, wo wir derzeit nicht reinkommen? Ja. Oder halt hier hinten, immer hinten Eck. Bei dem. Das glaube ich, hier ist auch sein komisches. Sein Schiff, das mit roten Segeln. Ja, gut, das können wir nachher machen. Nachher so zersperren wir uns hier vielleicht irgendeinen Blödsinn oder so. Ja. Warte mal, was ist denn das? Ist das da? Ah, ja, ja, ich glaube, ich weiß. Ah, warte mal. Warte mal. Ja, 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 ist ja gut. Was denn? Na, wir können kurz gucken. Weil hier haben die Leute auch schon irgendwas ausgebuddelt. Hier unten. Ja, da war ich vorhin schon, aber da ist nichts, da kannst du nichts anklicken. Ja. Oder willst du hier nochmal buddeln? Nee, ich will nochmal was anderes gucken. Ah, guck an! Hallo. Hallo. Armer Doogie entdeckt, hast du? Der ist hier in diesem Loch. Oh. Warte mal, toll. Aber da oben war doch auch so ein angebuddeltes Loch. Buddel du da mal nochmal, vielleicht ist da auch noch irgendwas drin. Jetzt ist er weg. Oh, jetzt ist er wieder da. Hä? Nimm mit. Ich hab voll die Grafik-Glitches. Manchmal ist er da, manchmal ist er weg. Okay, hier passiert. Okay, ich sehe einen Schlüssel. Oh, that's a grand old frog in good Dougie's throat. After so long time in the dark, with not even an earth one for company. Oh, you're new. Have you come seeking misery and abject woe? If so, you've come to the right skelly. Poor Dougie's been robbed and left for undead by a bunch of no-good mutineers. All because I had the nous to hide away a wee retirement fund. Okay. Next thing I know, poor Dougie's been stuffed in the soil and left to moulder. I've still got my key. But without the treasure map, it's no more than a monument to poor Dougie's despair. Some swabby or other will have taken it back to town, I shouldn't wonder. I'll happily share the spoils if you can find my treasure. But I won't hold out hope. There's precious little of it left in Sailor's grave, and that's the truth. Now, don't mind me. I'll get back to listing all the mistakes I've ever made in alphabetical order. Okay. Ja, dann. Wer will also seinen... Okay, dann hol seinen Schatz. Ich bin jetzt abgestellt. Scheiße. Hat er. Ja, auf dem Weg zum Schiff. Da muss auch der...
Genau. Genau. Also, wir sollen einen Schatz haben. Ja, ja, ja. Erstmal die Sidequest. Ich wollte gerade sagen. So, F abgeben. Crevins, that doggy's treasure, sure enough. Oh, what a glorious day. Let's see if my key still fits, and then we'll share what's inside. Ah. Er will es gar nicht selbst wissen. Okay, warum nicht? Aufschließen. Mhm. Genau, und das Medaillon müssen wir zu den. Das ist außerhalb der Reihe. Wir müssen es wohl irgendwie zu den. Zu den Leuten am Schachbrett bringen. Oh, der Einsatz. Oder was, wie das hieß, ne? Wie lange liegen der hier eigentlich? Genau. Hm? Genau. So. Da war das. Genau. Das ist so entspannt, mal CFC zu spielen, ohne dass ständig einer. Ah, come on. Ja, dreimal das raten. Jetzt muss der Schädel drauf. Ah. Der war da, wo die Kiste abgelegt ist. Ach, hier? Ja. Ah, da. Is that the best ye can do? Well then, me rook goes to Queen's Knight 3. And that, matey, check and matey, means the contents of the pot be mine. A fine, fancy key, and I'll be bound it leads to treasure. Sore loser. No matter. He never could play worth spit. Let's take this key. Find the ship it opens. Ja, genau. Genau. Schiffsschlüssel entdeckt. Das dürfte jetzt der für oben jetzt für die Schatzkammer sein, oder? Genau. Okay, so war dieser Lift jetzt hier wieder, der war hier, ne? Ja, genau. Ja, ja. Da. Yep. Ah ja. Machst du? Ja. Ich hab den. Und der Schlüssel mit? Ich kann nämlich nicht nach unten gucken gerade. Ich, ja, nee, ja, kommt mit. Okay. Ich muss den Onkel hier absetzen, dann kann man mitnehmen. Ja. Was denn? Jo. Wunderbar. Juhu. Oh yeah. Sehr schön. Lobby freigeschaltet. Schiff der Diebe. Perfekt. Oh, Gold nehmen. Goldbeutel. Juhu. Aufnehmen. Jetzt sind wir hier reich. Money, 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 money. Ja, perfekt. Ja, ja, erstmal Geld, dann kommst du zu seinem komischen Schiff. Ja, 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 genau. Halt mal die Zähne still. Ja. Ist da noch was? Bestimmt noch irgendwas hier hinten. Hier hinten ist bestimmt noch dieser eine Schatz. Da ist bestimmt noch dieser Schatz. Aber ich dachte, das ist das X, ist diese Kammer hier. Hast du hier auch gegraben eigentlich? Ja, so, nee, das große Loch habe ich nicht gegraben. Okay. Warte mal. Na, warte mal, kann man hier die Flamme wieder noch umändern? Oh, oh, warte mal. Kann ich hier irgendwas mit Segeln machen? Oh ja, mach mal. Mal weitermachen. Hat das irgendeine Auswirkung? Mach einfach mal. Das ist Ende. Okay. Hat das jetzt irgendwas? Ist jetzt ein Laufweg entstanden? Mhm. Oh, warte mal. Mhm. Kannst du nochmal zum Leuchtturm oben rauf gehen? Ja, kann ich machen. Hier ist so ein, ja, hier ist so ein Korpus. Wie die wir vorhin entzündet haben. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich den runter so weit runterlöschen. Ich probier's mal. Probier mal aus.
Man, hier hinten ist aber auch einfach nichts. Hier ist einfach nur noch Wasser und Wrack. Aber vielleicht löst es noch irgendwas. Ich meine, ey, wofür muss ich jetzt die Segel drehen, ne? Also. Ja, ja. Irgendwas muss ja gut sein. Ja. Oder dass jetzt hier durchkommen? Nee. Wenn ich jetzt zurückdrehe, verdeckt das das dann? Wir gucken mal. Und da. Ja. Ich bin bald oben. Das wird sein, ja. Die Segel, wie sie vorher standen, haben nämlich, glaube ich, sonst den Weg, also fürs Licht blockiert. Mhm. So, ich bin wieder drehen. Ja. Wir sind schon anderthalb Stunden dabei, es fühlt sich gar nicht so an. Ah ja, nö. Es macht aber voll Fun irgendwie. Es ist so super gemacht hier alles. So stimmig und man ist endlich mal ohne irgendwelche nervigen Bringe den verwunschenen Captain zum Schiff. Ja, das wissen wir doch, das hat er jetzt 100-mal erzählt. Ist richtig so? Und noch weiter. Du guckst nicht in die richtige Richtung. Also, Brasier. Ich bin hier hinten, kann ich hier... Ja, ich sehe dich, ja, auf der Karte. Genau, und hier hinter mir ist dieser Feuerkorpus. Ja, jetzt habe ich es gerade gesehen. So zwischen den Segeln durch, irgendwie. Ja, ich muss... Genau, perfekt. Oh, da hinten leuchtet noch mehr auf. Oh, jetzt geht hier überall noch mehr Licht an. Wait, du hast da jetzt noch einen entdeckt? Nee, da hinten ist noch mehr Licht angegangen. Hallo, hä? Weißt du, wo du bei mir hinleuchtest? Du leuchtest bei mir aufs offene Meer mit dem Leuchtturm. Ja, dann passt das wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt den Dings angezündet und hinter uns noch mehr Lichter angegangen. Also auf dem Weg zurück, wo wir schon mal waren. Auf dem Weg zurück? Ja, wo wir schon mal waren halt. Wo wir herkamen. Da sind noch ein paar Feuerkelche und sowas angegangen. Oh. Muss am runterkommen. Ja, an und der Feuerkelch. Komme ich jetzt hier safe runter, ohne dass mir simpel die Knochen bricht, hier wahrscheinlich. Vorne über den Dings rauslaufen. Ja, ja. Und müssen dann denken, dass wir den blöden Dings wieder mitnehmen, den Captain. Oh fuck, wo haben wir den jetzt? Oben am Eingang. Ich hole den mal eben schnell. Ja. Und ich gehe schon mal in die Richtung. Let sails with crossed swords. Na, nimm mich mit, Fahrstuhl. Danke sehr. Sie hinten rum? Ne, da geht's nicht weiter. Na, hier geht's weiter. Ich versuche deinen Namen. Der scheint hier halt durch alles durch. Oh Gott. Was hast du da jetzt gemacht? Ich bin, ja, bist hier. Ja, genau. Tief in der Karibik. Ja. Toll. Waren wir hier vorhin einfach nur noch nicht? Ach, das war wahrscheinlich wieder die Brücke, die unten war hier, oder was? Ja, genau, richtig. Das ist die Musik? LOL! Das ist doch die aus Guybrush. Monkey Island! Sehr geil! Das ist der geil! Das wäre natürlich das nächste geile Crossover. Ja, genau! Ja, wobei, Lucasfilm? Ist doch jetzt Disney. Ja. Also machbar wär's. Ja. Aber die Musik fand ich immer so geil. Ah, hier hinten ist was. Schlüssel der Headless Monkey. Ja. Wunderbar. Tief in der Karibik lesen. Hier ist ein Buch. Wo? Da. Tief in der Karibik von Captain Katie Capsize.
Ist das von da? Ich habe das Spiel ehrlich gesagt nie so gespielt. Ich kenne nur Videoausschnitte davon. Die Musik ist halt einfach so weltbekannt. Ja, und der Name Guybrush irgendwas. Streetwood. Mhm. Tat abgeschlossen. Okay. Heute habe ich einen gewissen Widerwillen meinen wunderschönen Glasbodenboot verkauft. Ich konnte sie kaum loslassen, aber für eine Reise, die ich plane, ist sie zu klein und zu langsam. Darum lebt wohl mein Boot. Oh. Was brauche ich, ist eine Galeone. Was ich brauche, ist eine Galeone. Etwas, was mich durch dick und dünn begleitet auf meiner Suche nach dem Mann, der hinter den falschen Anschuldigungen steckt. Glücklicherweise hat der gleiche Mann schon mal mein Glasbodenboot geschadet. Mich damit zu einem besonders spektakulären Wrack geleitet. Ist das die Story von Monkey? Nee. Also. Nee? Ja? Lies mal weiter. Nein, eigentlich nicht. Okay. Dieses Wrack werde ich heben, reparieren und dann benutzen, um den Kerl zu finden, der mich ins Gefängnis brachte. Den Kerl namens... Guybrush Threepwood. Geil. Wie geil. Ja, ich würde sagen, Season 4 ist incoming, wa? So geil. Ich geh mal hier hin und guck mal, ob wir hier irgendwas finden unter Wasser. Boah, ganz schön hell. Achso, das war mein Licht. Das ist der Leuchtturm. Ja, jetzt sehe ich ihn halt auch. Bei mir auf dem Schiff sah es halt aus, als ob du in die komplett andere Richtung gestrahlt hast. Ja, nee. Der. Nee. Aber was das ist, glaube ich, einfach nur ein Easter Egg. Ich glaube, es war einfach nur ein Easter Egg. Wo ist der Headless Monkey? Müssen wir jetzt erstmal finden. Ich dachte, das Schiff heißt so hier. Dann gucken wir noch einen Schlüssel. Nach dem Dings, wo er rein. Der Schlüssel habe ich, aber wo schließe ich denn dabei jetzt nur auf? Gute Frage. Das ist so episch. Und Season 5 ist dann unter dem Meer. Genau, oh Gott. Ist auch Disney. Es geht alles ineinander auf, Freunde. So. Ach, das ist der Schädel. Puh, aber was kann ich denn jetzt hier noch aufschließen? Das ich guck mal. Rosier, Cliffside, Way, Lighthouse, Lantern, Night. Wait, what? Siehst du das gerade irgendwo? Ja. Achso. Ach, deswegen sind wir hier so weit gekommen. Okay. I've got it. Oh je, wir müssen alle fünf kopflosen Affenjournale lesen. Hier für Affenjournale. Diese Broken Mast. Ja. The first one will be right by the lantern near the broken mast in the center of the ship. From here, head up to the stairs towards the wheel to find the second journal resting in the upright portion of the mast that's broken in half. Du übersetzt mir das einfach mal, ja? On the flow. ja, also. Jetzt, dass du hier bist, kannst du euch die fünf kopflosen Monkey Journals einsammeln. Genau, das erste wird direkt bei der Laterne neben dem gebrochenen Mast in der Mitte des Schiffs sein. Von hier aus gehen die Stufen nach oben zu dem Rad und findet das zweite Journal auf dem aufrechten Teil des Mastes, der in der Hälfte durchgebrochen ist. Ach, wahrscheinlich. Also auf jeden Fall ist hier unten ein Buch. Hier. Genau, das nächste. Genau. Das eine war sogar schon so ein kopfloses Ding, weil das hat nämlich dieselbe Aufschrift. Genau. Ein kopfloser Affe lesen. Genau. Ein kopfloser Affe. Von Captain Kate Capsize. Genau. Threepwood! Ein Name, den ich eines Tages mit großer Freude mit meinem deutschen einen billigen Grabstein schützen werde. Für das, was an neuem Schiff antritt. Ich hatte ganz vergessen, dass der hoffnungslose, planlose, stilllose Kerl den Kopf der namengebenden Galionsfigur, der Mad Monkey, entfernt hat. Eines Tages werde ich diesen egoistischen Schwindler genüsslich an die Überreste der Figur binden und so im Hafen ausstellen. Aber bis dahin... Okay, komisches Ende. Also bin ich zur Schiffsbauerin mit einer neuen Namensplakette hin. Mit einer neuen Crew werde ich also auf der Headless Monkey segeln. Diesen Namen sollen weder der mächtige Pirat Guybrush Threepwood noch seine amtspflichtige Braut Gouverneurin Elaine vergessen. Ah ja, Elaine, das war seine Liebestante.
Genau, also ist genau. Ist das wie bei Mario das, Kart, man muss die gute Prinzessin irgendwoher befreien? Das ist, genau, das ist achso, das war das erste Buch. Das ist das zweite, wo wir jetzt waren, genau. So, genau, so. So, hinter dem Steuerrad wirst du das dritte Journal finden. Ja, das hatten wir doch hier. Tief in der Karibik. Okay, dann muss noch ein zweites irgendwo sein. Ach, hier. Hm. Genau, die Bergung der Mad Monkey. Oh, Alter, das ist hier versteckt, ey. Die Bergung der Mad Monkey von Captain Kate Capsize. Wenn ich Streetboot finde und ihm seine sehr scharfkantige Lektion über das Einsperren von Flügen zum Getränkeklau erteilen will, benötige ich Hilfe. Ich wusste, dass ich die lokalen Autoritäten brauche, aber schrecklicherweise war Gouverneurin Marley mit niemand anderen als Streetwood selbst verbandelt. Igitt! Zum Glück gibt es in der Karibik eins im Überfluss, Bürokraten. Gouverneur Fred Fett war gern bereit, sich mit mir zu treffen. Dass eine Münze seine endlose Gier stillen, dreht mir den Magen um. Dass meine Münzen seine endlose Gier stillen, dreht mir den Magen um. Aber vorerst werde ich tun, was nötig ist. Und wenn das wahr ist, was ich über Sweetbus Flitterwochenziel gehört habe, habe ich bald mehr genug Schätze im Frachtraum. So, genau. Also. So. Geh an der rechten Seite der Headless Monkey entlang, einen kleinen Laufweg und eine Tür zu finden. Nutze den Schlüssel, um die Tür zu öffnen, und du siehst einige Bücher zwischen Bücher 4 und 5 in der hinteren linken Ecke. Genau. So. Tür zu. Oh, hier! Ah ja, genau. Das ist die rechte Seite? Na gut, nachdem wie man guckt, oder? Ja. Also das ist ganz schön überblendet hier mit dem. Genau. Hier ist schicksalshafte Verfolgung. Ja, das ist noch. Schicksalshafte Verfolgung von Captain Kate Capsize. Hat es Guybrush Threepwood die Sea of Thieves geschafft? Ich werde es vielleicht nie erfahren. Ich schaffe es auf jeden Fall nicht und ich befürchte, ich bin ein wenig tot. Ein wenig? Okay. Ja. Die Headless Monkey ist wieder ein Wrack. Schon längst Teil dieses seltsamen Piratenorts hier. Dieses Mal wird man sie nicht wieder seetauglich bekommen. Oh. Doch ich habe noch ein Schiff, mein getreues Glasbodenboot. Wie kann es hierher gelangt sein? In dieses seltsame Nichtleben voller Geisterstimmen? Ich frage lieber nicht. Meine Crew ist drüben in der Taverne und wird dort wohl nicht herauskommen. Sie fühlen sich hier heimisch, wie ich es nie könnte. Ich vermisse das Sonnenlicht. Ich werde Segel setzen, einen Weg zurück ins Leben finden und dann. Nun schauen wir mal. Rache ist zumindest nicht mein Leben und erst recht nicht mein Tod wert. Okay. Genau. Ah, und hier noch im Regal ist das letzte frische Gewässer. Ah, ja. Genau. Frische Gewässer von Captain Katie Capsize. Mein Schiff hat einen Namen, meine Crew hat einen Kurs. Belobigo freigeschaltet. Ah, wunderbar. Und noch eine. Die Sea of Thieves ist ein legendäres Piratenparadies, Heimat der gefürchteten Marodeure der Meere. Du weißt es zumindest. Natürlich wäre nur Streetwood so arrogant zu glauben, dass er dort einen Platz hätte. Oder dass er gar ein guter romantischer Flitterwochenort wäre. Würde er allein segeln, wäre er sicher schon irgendwo schiffbrüchig. Aber Elaine hat ebenso schlechten Geschmack für Männer wie gute Talente für die Piraterie. Ich muss annehmen, dass Threepwood es irgendwo in die Sea of Thieves geschafft hat. Und das heißt, ich muss dort auch hin. Ich glaube, der ist schon drin, der kann dann sein. Bestimmt. Gucken wir mal. Hier haben wir auch eine Karte. Scap, Fat und Booty. Scap, Fat, Booty. Fatty ist doch der eine Gouverneur oder so, ne? Ja, genau. Das ist ja geil. Das ist so geil. Ich glaube, ich muss das Spiel mal spielen. Davon haben schon so viele Leute berichtet, dass es gut sein soll. Das ist halt schon ewig alt. Also, es ist auf jeden Fall viel Lacher wert. Oh, was? Der verwunschene Captain ist in seinen Käfig zurückgekehrt. Oh was? Ja, weil wir zu lange haben sitzen lassen. Ja, dann gehen wir mal zurück. Den holen wir ja schnell wieder da raus. Entschuldigung. Alles gut. So. Meine Güte. Wir haben halt mitgenommen. Also, wir müssen das ja nicht nochmal alles machen, oder? Oh, bitte nicht. Also warum ist das so? Ach, die Musik, das war so geil. Nochmal zurück? Nee, geht schon. Das ich hab's irgendwo als MP3-Track.
Ist er jetzt auf seinem Kiefer durch die Gegend gehopst, oder was? Da ist er doch. Er ist noch da. Ich frag mich, ob das automatisch passiert oder ob der wirklich hier durch die Gegend gehoppelt ist. Nee, der ist, das ist automatisch. Dann gehen wir mal zu seinem Schiff, damit die arme Seele Ruhe hat. Aber den einen Schatz haben wir noch nicht gefunden dahin. Oder das war der halt. Ja, warte mal, bevor du ihn dann da drauf sitzt, lass noch mal ein bisschen buddeln hier hinten. Und das jetzt hier. Hier dieses Loch, das war ja drüben genauso bei diesem. Wie ist denn auch Doogie Dagi? Genau, richtig. Hier ist aber nichts. Nee, da habe ich eine Bahn gefunden, da habe ich auch schon mal gegraben. Bisschen sehr wahllos, aber. Ja. Na, ich kann gar nicht graben mit dem Typen in der Hand. Ja, komm, lass gut sein. Ja, warte. Wie geht's denn hier hinten noch hin? Also, hier ist das Schiff. Ein letztes Mal noch, nee, hier ist auch nichts. Ja, komm, dann gehen wir zum. Ja, bring die Captain zu einem Schiff mit den roten Segeln. Weißt du, sonst gibt ein dieses Spiel nie Hinweise bei sämtlichen Rätseln, aber hier pushen. Ja. Ja. So, also. There's a secret nearby. I can smell it on the wind. There she be. Me golden hair. The fastest ship on the seas. By my reckoning. Das ist die Black Pearl, das schnellste Schiff. Eigentlich schon. Ah. Na toll. Als ob wir einfach nur hätten an der Lampe ziehen müssen. Ja. Na toll. Aber stunden wird das Ding wohl nicht mehr, glaube ich. So. Es sieht auf jeden Fall sehr wackelig aus, muss ich sagen. Ja. Noch irgendwo ein Buch vielleicht oder so? Nee. Aber man kann hier durch. Was? Leiter. Leiter rauf. Hüpf. Bitte. Da ist auch nichts zu sagen. Man kann einfach hier oben irgendwie außen rum. Nach oben. Dann kann man nicht krabbeln. So. So. Nur oben auf dem Deck. Auf dem Deck. Auf dem Deck. Auf dem Deck. Vielleicht ist auch eine Duck auf dem Deck. Duckenduck. So. Von dem ist ihm schlecht geworden, oder? Ja, ach, das ist. Nee, ich glaube, das ist der Captain. Den müssen wir, glaube ich, wiederholen. Geh mal runter, ich hole ihn mal. Ach so. Muss irgendwann mal was essen, sonst sterbe ich nämlich irgendwann. Ich erstelle dich runterfallen. Ich kann dich wiederbeleben, aber du kriegst halt nicht nur wenig Leben dann. Ja, alles gut. Und hier? Oh, nee. Was da hinten? Ja. Alter, guck dir mal den Leuchtturm an, wie geil der aussieht, mit diesen halb zerfetzt und ja. Leuchte, das ist so geil gemacht hier. Wenn das ganze Spiel so wäre, ohne diesen fucking PvP-Abfuck-Kram, der einen so nervt. Sure, I used to be taller than this. This key lets you through the side door of my cabin. For here is where we be parting ways. There's a rowboat over yonder that'll carry ye onto the ferry. Quiet as a church mouse. Ah, das Buch. But I wonder. Do ye really know what's waiting for ye below the decks? Not all treasure is silver and gold. Me crew are free, and me conscience is clear. But I've still plenty of thinking to do. Perhaps one day we'll meet again. Now take the key and be off with ye, before ye find yourself trapped here for good. Good. Ye've made an old sea dog happy today. Watch where he step. Ach so, aber lesen wir erstmal das Buch. Genau. Wenn die Fahrt noch eben, bis der hier durch ist. Ja, jetzt ist er durch. Ja. Ich mache auch mal ganz kurz eine Aufnahmepause, bevor diese Datei zu riesig wird. Ja, genau. So, wieder zurück. Licht aus. Vom Ocean Captain.
Verrat aller Orten. Erst verschwindet mein Schiffsjunge mit einer Kiste voll verschwundenem Tand. Jetzt will mich meine Crew hintergehen, um ihre Haut zu retten. Ich habe Nebel der Erinnerung irgendwas freigeschaltet hier gerade durch diese ganze Sache. Ich auch. Irgendwer hier hat ihre Köpfe mit Geschichten von Fährmännern erfüllt. Der soll eines Tages kommen und ihre Seelen zurück in die Welt der Lebenden schippern. Und wenn dieser Tag kommt, nehmen sie sicher meinen Schatz mit. Tja, das mache ich diesen meuternden Ratten nicht leicht. Wenn Schiffe es im Dunkeln höchstens auf die Felsen hinausschaffen, dann wird auch ganz sicher keine Fähre zur Rettung kommen. Also dann, heute Nacht hintergehe ich auch mal wen. Und dann schauen wir mal, ob der feine Fährmann noch ins Sailor's Grave vor Anker gehen mag. Das heißt, er selbst hier hat das geschrieben, ja. Licht vom Turm da oben ausgemacht oder was? Ja. Damit aber ich würde gerne nochmal in die Taverne gehen und nochmal gucken, wegen diesem. Wobei wir erstmal. Vielleicht ist der Schatz ja hier hinten einfach. Ja, hier hinten ist der Schatz. Hallo, können wir es auch einsammeln? Ja, schauen wir mal. Nee. Was leuchtet so goldig? Naja. Hätte doch sein können. Stein. Goldiges Gold. So goldiges Gold. Ach, hier ist aber. Ach, hier ist nicht der Lupe. Also der, das Ruderboot. Mit dem wir. Aber wir müssen doch auch. Okay. Huch. Wie kommen wir da hin ohne Paddel? Ja, die Dinger haben doch immer einen Paddel, sobald man sich da auf diesen Ruderplatz setzt. Ach so. Ruder verwenden. Ist so. Ah, okay. Na dann. Haben die normalen Ruderboote ja auch. In welche Richtung ist jetzt dieses Fähren-Ding? Da weiter. Genau. Hinterm Turm. Ja, hinterm Turm. Nee. Passt. Genau, perfekt. Gar das. Genau. Gucken wir da. Nur bimmelt schon. Ja. Oh Leute, guck mal über dem Wasser da. Wo? Direkt vom Schiff hier. Siehst du das? Oh ja. Ja. Oder soll was man lieber beeilen? Huch. Ah, okay. Perfekt. Und willst du nur die Seiten? Komm was. Ah. Ja, immer noch nicht. So. You who have lingered in this forsaken place. Who have learned the price of breaking the pirate code. You have suffered under the weight of chains forged by your own misdeeds. And now, your time is served. Though you shall not fully remember your time in this place, perhaps some remnant of understanding will accompany you when you step through my portal and return to the living world. Perhaps not. But we shall meet here again. For now, we must make sail, and quickly. For strange ships now patrol these endless waters, and ours is the longest voyage of all. Okay. Ich hätte eigentlich dafür verstecken, dass irgendwo unter Deck ist. Ich hab nicht auch was. Kommen wir denn unter. Warte mal, gibt's vielleicht einen anderen Weg eine Tür rein? Ich hätte gedacht. Ich komm hier gar nicht mehr rüber. Nee, ich komme auch nicht mehr runter. Die Dings ist weg, ja. Dann müssen wir halt hier stehen bleiben, ne? Nicht bevor wir. Irgendwie auf falsche Art und Weise. Darf er uns nicht sehen, ne? Eben, ja. Bye bye. Okay. Gucken. Dreht er sich irgendwann mal weg oder? Nee, glaub nicht.
Will ich was auslösen, um ihn abzulenken vielleicht irgendwie? Keine Ahnung. Ja, warte mal, hier die, das Ding hier anzünden. Nee, leider nicht. Ich will aber nicht, wir gucken mal, wo Sigma eigentlich hin kann das nicht. Nee, der kann nicht so unten. Ja. Wo überhaupt nach unten? Warte mal. Nee, das ist ja keine normale Galeone, das ist ja die, die Fähre, Arkel, wo normalerweise die Toten drauf hocken. Genau. Normalerweise geht man ja durch durch und dann ist. Aber da kommen wir wieder zu den Lebenden, oder nicht? Ja, wir gucken mal, wo es hinfährt. Okay. Also würde ich vorschlagen, weil wir kommen ja nicht mehr. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen hier wieder runter und auf der anderen Seite irgendwie rein, aber da kann man nicht rein, hat schon. Wenn sich einfach hier dran vorbeischleicht, was passiert dann? YOLO! War nix. Okay. Ja, guck mal, vielleicht mal irgendwie. Tachchen. Das ist eine Munitionskiste. Kanone benutzen. Okay. Guck mal. Geht's auch nicht weiter. Ah ja, dann müssen wir einfach hier warten. Also hier ist Laterne benutzen, aber das ist das Licht, was wir schon haben, oder? Ja, glaube ich auch. Oh, warte mal. Quelle des Schicksals. Oh, warte. Wo ist er da? Okay. Oh. Very secrets are laid bare. I cannot surrender the wheel, but I entreat you. Do not continue to trespass here, for you do not understand the truth of what you seek. Okay. Oh. Good. Okay. Er kann es voll viele Kugeln, ey. Oh, hier ist was. Hinten ist was zu essen. Warte mal. Hier. Da. Oh. Ah. Gut. Oh ja, danke schön. Ja. Ja, gib zurück. Jetzt Tauschhandel. Danke, reicht. Echt? Okay. So. Ist in den Fässern da hinten. Und hier vorne sind voll viele Kugeln drin. Ja. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Hier ist auf jeden Fall. Ah. Sagte geht's hin. Ah, da ist noch so ein Leuchter. Geht's auf jeden Fall weiter. Ah, hier ist noch mal eine. Ja. Jo, ist offen. Ah, ja. Du musst zum Anzünden? Nee. Oh Gott. Wie schade. Ach. Aha. Komm to Jack and get the bone. Good boy. This bone's much nicer than those rusty old keys. Look, I'll try a bit first. See? Not bad. Need salt. And rosemary. Now, ach, if you bring your flea-ridden hide. I know what you're thinking. That dog is never going to move. Therefore, I propose a wager. Let's see if I can move him over faster. Then you can take the keys from his mouth and let me out. The winner gets this delicious bone. Ist es. Wunderbar. Ich hab Knöchlein. Brave Püppi. Oh, brave Püppi. Bitte, Dankeschön. Brave. Braves Hundi. Hä? Wie? Was hast du mit dem Hund gemacht? Ja, ich hab ihn gestreichelt, er hat mir die Schüssel gegeben. Oh lol, okay. Ich wollte nichts zu sehen. Oh. When endeavoring an escape, silence is generally best. However, as I've had no one but a recalcitrant mutt to talk to for far too long, I shall bow to my collegial nature and introduce myself. I'm Captain Jack Sparrow. Echt gut gelungen, Kostüm und Design. Ja. And you must have heard tell of my heroic journey to acquire this, the greatest pirate treasure of all, a golden key to other lands. Hat er wieder einen verwunschenen Gegenstand gefunden, ja? Heartless squid and used to assist in the daring escape that led me to stand before you now. Okay. Isn't it? Ja, total. Mir läuft. Oh. Hä? Hat sich gerade aufgelöst bei dir auch? Ja. Na, wir gucken wir mal. Ein kleiner Glitch. Ah, hier. Since I got here. Not completely sure where here is exactly, but it's sorely lacking in dinner options. I'm a shadow of my former self.
Then again, the captain seems a dreary sort of fellow. Probably enjoys dried biscuits. Wouldn't even tell me how I came to be aboard this sad little ship. The last thing I remember was standing. Lol, der kann sich tarnen? Kann man schon. Das ist dieser Gegenstand, der das macht? Keine Ahnung. Oder hat er irgendwie versehentlich von der Talon-Klasse eine Transphasentatorie geklaut? Vermutlich. Ja, der ist ja auch ein Geist wahrscheinlich. Oh. Why have you interfered with my work? The selfish actions of this Barrow have brought catastrophe in his wake. Dire fortune that now threatens to consume the Sea of Thieves itself. Uh-oh. It's Captain Jack Sparrow, mate. And I think you may be overreacting just a smidge. I know the true worth of what I possess, and I intend to keep it quite safe. Now, I can see you're very busy and very grumpy, so we'll just be on our way. Silence! You shall be returned to your cell. At this time, the key shall be cast overboard into the abyss. What you possess must never be permitted. Uh-oh. Yo, what? Already the sands of time have trickled into oblivion and we are discovered. Yeah, yeah. He has found us. They have our scent now. Ja, Fendlers, der steht da sogar drauf. Therefore, we must fight. To arms. Steady, mate. That's the Flying Dutchman we're talking about. Ach, deswegen die Kanonenkugeln. Warte. Ja. Ach, geil, wir greifen, ich kann die nicht benutzen. Ja, noch nicht. Ja. Alter, legen wir uns jetzt echt mit der Flying Dutchman an. Ja. Ich will nicht sagen, aber das Ding ist, glaube ich, dezent größer als wir. Ja. Oh, jetzt können wir Kanonen benutzen. Feuer! Oh, er taucht. Okay. Ging fix. Gehen wir auf die andere Seite, wenn vielleicht. Hallo, guten Nachschub. Ah, dann kommt er wieder. Komm. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein. Aua, aua. Aua. Oh, oh. Lade ich ihn falsch. So, egal. Er kommt wieder, er kommt wieder. Aua. Aua. Soll diese Löcher treffen oder? Ich weiß nicht. Also ich hab noch eine. Boah! Aua! Ups. Ich bin runtergeschleudert. Was, vom Schiff? Ja. Nee, das nicht, aber Erstmal Banane futtern. Oh, andere Seite. Also vielleicht die Löcher da, wo das Wasser rauskommt, treffen oder so? Ich guck mal, ich brauche auf jeden Fall neue Kanonen. Ja, ich auch. Oh. Zum Glück müssen wir hier wenigstens nicht reparieren. Ja. Aua, aua. Das war aber ein harter Treffer, ey.
Das ist geil, er schießt mit Sneak rein. Jack schießt mit? Das stimmt. Na. Na, schade. Kommt er wieder hinten vorne? Wo kommt er? Ah, da, oh! Oh! Da. Ja, der ist ein bisschen zu schnell. Ja. Mach mal langsamer! Zu uns boarden. Oh. A dead man's sword for a dead man's hand. Die segeln uns davon. Nein, wir wollen es ändern. Sie wollen es ändern. Ja, wir ändern uns. Achtung! Okay, der eine macht. Hoppala! Elektroschläge. Ja. Nice. Allein die Effekte von den ganzen Leuten hier. Oh shit. Keine Muni mehr. Nachladen. Oh Gott, schießen die alle. Ganze Decke ist ja voll hier. Ja. Na, oh, kein Muni mehr. Ah, geil, hab ich geblitzt, Dings. Arsch. Au. Mich auch, das sollte man nicht machen. Gehen wir runter und holen wir noch was zum. Aua. Alle sind die schnell. Vorsicht, die rennen hinterher. Okay. Aua. Uiuiui. Muss man dringend futtern. Das war gut. So. Jo Gottes Willen, Alter, was ist das für ein Viech? Oh Gott, hier sind noch mehr. Warte mal, wo war? Ich glaube, ich wechsle mal hier auf etwas größeres Kaliber. Ja. Hoppala. Ist hier noch einer? Nee, bis jetzt noch nicht. Und sie tauchen wieder. Ja. Ja, gut. Das war schon spannend. Ja, Jack. Super geil gemacht. Unter Deck. Oh, da sind wir welche. Nee, vorne auf dem Deck. Und wieder vielleicht. Oh. Ich glaube, wir müssen zurückballern. Ja. Gott, die kommen aber nah. Ja, hoppala. Also, aua, das Ziel ist, diese Länge zu treffen, habe ich jetzt ein paar getroffen, aber ob das jetzt irgendeine Auswirkung hatte, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Aua. Aua, Achtung. Uiuiuiuiuiui. Wo lande ich denn, wenn ich auf der Fähre der Verdammten sterbe? Keine Ahnung. Bumm. Aua. Muss mal ganz kurz futtern. Ich bin gestorben. Ich bin wieder da. Okay. Aua. Der ist tot. Okay. Oh. Das Gefühl, bei dem Kampf da oben können wir gar nicht weiterhelfen. Nee. Okay. Feuer! Jo, Gottes Willen! Das war eine Breitseite! Oi. Siehst du schnell? Ja? Ja. Da wird sich da vorne wird das ja an, ey. Das ist wieder. Jo, Alter, wie schießen denn die? Ich brauche wieder Grün. Ja. Naja, da. Alter, neben mir zischt's nur. Ja.
Das ist geil. Wenn die Schiffskämpfe immer so geil werden, hier nicht mit irgendwelchen Zappelfilippen, die einen immer Anker machen und sonst einen Scheiß. Geil. Das macht richtig Fun, diese Erweiterung hier. Oh, ja, vor allem, weil, vor allem, weil es nicht ständig eine abballern will. Also, Also, Spieler, was du meinst. Ich zuck hier vom Bildschirm zusammen, wenn es an mir vorbei fliegt. Ah, vorbei. Ja, da, so, jetzt kommt er mal wieder näher. Au! Es ging ins Gesicht, Freunde. Aua, bei mir auch. Das Schiff wackelt ganz schön. Ja. Was passiert jetzt? Ach, da ist wieder so ein Typ. Oh, je. Holst jetzt nicht ihr Leben ab. So. Hoffentlich, dass noch einer kommt irgendwo. Ich kann nichts mehr. Ach, okay. Der hat die Dings geklaut. Jacks Gegenstand? Ja. Was ist die Musik so episch? Hier? Ja. Wer ist denn hier oben? Ui, 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 ui. Er redet mit uns. Sicher? Davy Jones. Ja, der hat gesagt, das reicht. Das ist nur ein Klick. Achso. Oh shit. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Das ist doch der Kraken, der dann ausgelöst wird, oder? Ja, ich glaube schon. Sag schon mal nach, jetzt? Ja. Mhm. Ich auch. Why did you not heed my warning? Now Sparrow is lost. And our enemy has the treasure in his grasp to fulfill his dark ambitions and lay siege to the Sea of Thieves. Already his plans are in motion. Deep beneath the waves. You have caused much harm this day. However, you fought bravely. I shall return you and your vessel to the land of the living, so that you may continue to fight. Fight to save all that you have endangered. Fail, and you shall bear witness as this world too falls under the shadow of Davy Jones. Sehr geil. Seemannsgarn abgeschlossen. Oh. Das war der erste Teil. Ah ja. Hier endet es dann wohl, okay. Oh. Ja, genau. Was wird noch mit? Man muss gar nicht durchgehen. Okay. Ja. Sehr cool. Aha. Hallo, jetzt sind wir auf unserem Schiff. Ja. Oh. Und Freunde. Ist gar keiner drauf. Cool. Das Schiff, oder? Da ist keiner drauf. Darüber? Nee. Oh. Nee, das ist immer. Spacewasser. Ja. Sieht schon geil aus. Ja. Frage mich. Du bist böse, Anno. Hey, ich teste nur aus, was das Spiel mir zur Verfügung stellt. Oh, hier ist die Möwe, Papagei. Okay. Na dann.
Also ich nehme an, wir können hier wieder nicht lenken, oder? Da ist ein See, da ist ein... Oh. Was für Leute hier? Hä? Was sind Leute hier? Ja, moin. Hey. Alle weg. Oh, oh. Die Musik ist ja geil, ey. Ja. Das Abenteuer beginnt. Oh. Oh, cool. Sehr nice. Aber die haben Jack mitgenommen, oder? David Jones hat Jack mitgenommen. Ich dachte, sein Gegenstand und Jack ist dann vom Schiff gegangen oder so. Oder so, ja. So wie ich es verstanden jetzt. Oh. Gott. Was machen wir jetzt? Düstere Sounds hier. Das ist das Tor, wo wir dann durch sind? Nee, eigentlich nicht. Wo sind wir denn? Wir sind. Na doch, Tagger Touch. Ja, genau. Ja. Ja, okay. Ja, fahren wir jetzt, würde ich sagen, fahren wir jetzt zurück. Zurück, ne? Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich bei ihr was abgeben, würde ich sagen. Vermute ich mal, ja, genau. Dann, ja, genau. Also hier bei ihrem, wie ist sie noch, die unglückliche Dame da, die Schiffsbrüche hier. Genau, ach das schon. Gut. Oh, hinter uns. Was für ein Schiff? Das Daggett, wohin müssen? Hinter uns, oder? Ich dachte vor uns. Oder? Guck doch mal, bitte. Ah ne, hinter uns. Entschuldigung. Ja. Nee, warte, fahr geradeaus, da ist Sanctuary, das ist genauso weit. Fahr einfach geradeaus weiter. Ich versuch's. Oh, hoher Seegang. Eieiei. Also, ich muss sagen, wenn die anderen Missionen genauso sind, hält das Tor für uns auch nochmal? Gibt's das mehrfach? Möglich. Oder ist das ein anderes? Keine Ahnung, das ist vielleicht schon ein anderer Spieler. Die Insel vor uns? Nee, das ist schon noch ein Stückchen weiter. Okay, also. Auch nördlicher. Das hier ist, glaube ich, ein Vor. Oh, okay, dann sehe ich mal wieder weg. Ja, das, die machen eigentlich meistens nichts mehr. Die sind nicht mehr so aktiv wie früher. Früher gab es da mal Schädel, also so Totenschädel über diesen Vor, wenn irgendwie eins aktiv war. Da konnte man die ausblenden, aber das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Okay. Du sagst mir Bescheid, wenn ich auf Kurs bin. Warte. Ja, jetzt ein Stück mehr westlicher noch. Das sind schöne Schleifen, die wir hier fahren. Ja, ja. Warte, was dreht sich wieder? So will es eigentlich fast jetzt nur noch westlich. Nur westlich, okay. Ja. Am Ende der Kette müssen wir ein kleines Stück nach Norden, aber das können wir dann am Ende der Kette mal ausgleichen. Sind auf derselben Kachel zumindest wie die Insel jetzt. Also von der Höhe. Mensch. Oh ja, nochmal hier. Also der Berg einfach geradeaus für uns. Ja, das kann sein, ja. Eine der nächsten Inseln auf jeden Fall. Der Berg nicht, also der Sanctuary ist ein flaches Sandding. Diese Felsen sind gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Ja, ja. Gibt es jetzt mehrere von diesen Gateways, oder? Möglich, ja. Ja gut, wahrscheinlich bei jedem Dings. Aber jeder Mission ein anderes, ne? Das kann natürlich sein. Jetzt geradeaus, da siehst du, glaube ich, schon. Ich sehe kaum was wegen dem Segel. Deswegen. Achso, Entschuldigung, warte, ich stehe. Gut wegdrehen kann ich sie nicht wirklich. Siehst du da vorne schon diese grauen angedeuteten Sachen da vorne? Ja, ja. Ja. Das ist es schon.
bin kein guter Segler. Also, Toni, ich fange jetzt mit den ganz leichtesten Sachen mit dir an. Links, das nennt sich Backboard. Gerade auf der rechten Seite, mit einer Steuerboard, merkst du dir ganz einfach, im Steuerboard ist ein R drin für rechts. Im Backboard ist nichts drin. Das, was du hinten hast, das ist, also beim Menschen sagt man After, beim Schiff ist das Achtern. Und vorne, da ist der Bug. Okay. Und am Bug klebt der Bugsprit. Okay. Das hier nennt sich Mast. Daran hängt ein Segel. Ist mit Tauen befestigt. Sollte ich mal ein bisschen langsamer machen? Oh, ja, warte, ich mach mal. Oh, oh. Oh, oh. Vielleicht ein bisschen weiter rechts. Ja, ja, ich versuch's ja. Erstes Segel raus. Ich renne, ich renne, ich renne. Ja, oh, das könnte klappen. Das kann klappen. Komm gut rein. Dann hauen wir den Danker vielleicht rein. Ja, vielleicht ein bisschen weit weg. Aber wir haben es geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Wunderbar. Ah. So. Das war ein bisschen weit weg, aber kann man ja schwimmen. Ey, Udo. Hier vorne ist ja gleich eine Leiter. Genau. Huch. So. Ja, dann gucken wir mal, ob wir was abgeben können bei Madame. Den Herr hier vorne gleich. Ah ja, genau. Hallo. What service? Nee, nix. Ah ja, hier die versunkene Pearl. Das ist das nächste auf jeden Fall. Kann man einfach nur das nächste annehmen. Ach so. Wo denn? Cool. Die versunkene Pearl. Yeah. Okay. Genau. Was ist hier? Da ja, ist das ist noch gesperrt wahrscheinlich. Genau. Ja, ja, genau, das sind die anderen. Alter, wie viel ist denn das? Das ist ja horrend viel, ganz viel Content. 2, 3, 4. Muss man 5. Denken, dass das alles gratis ist. So viel Mission haut SG ja gar nicht raus, ey. Ja. Vor allem so lange nicht. Ja. Sehr schön. Ja, cool. Ja, nice. Okay, also abgeben. Ich habe denn noch das Buch? Nee, wir haben es, glaube ich, schon gleich abgestanden, dass wir es abgestanden haben. Genau. Okay. Ja, gut. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, was ist für heute? Mit gut 2,5 Stunden haben wir eine gute Show hier geliefert, würde ich sagen. Es hat mir mega Spaß gemacht. Mir auch. Genau. Warte, wo ging das noch? Da. So. Hä? Ich bin unsichtbar. Ja, ich eben auch. Keine Ahnung. Tschö. So, jetzt. Schön. Wunderbar. Ich bedanke mich beim Toni fürs Mitmachen, fürs Durchhalten. Ja, sehr gerne, war cool. Ganzer Abend hier bei uns dabei drauf, aber hat echt Spaß gemacht. Musikalisch gut inszeniert, Geschichte gut inszeniert, war lange, also eine schön lange Geschichte, die da erzählt wurde. Mit Rätseln, ich weiß nicht so gar nicht, ob wir alle Rätsel mal, doch, wir haben alle Rätsel, oder? Ich glaube, wir haben alle Rätsel erwischt, ja. Wir haben nichts mehr zurückliegen lassen. Die Kiste haben wir bei Doggy abgegeben. Genau, richtig. Okay. Das war im Rezept, das ging mit Doggy zusammen. Und wir haben das coolste Eck gefunden. Mangel ja, mit Guybrush Threepwood. Genau. Wunderbar. Der demnächst hier wahrscheinlich auch noch die Welt umsegeln wird. Keine Ahnung. Naja. Season 4 incoming. Ich sag's voraus, nein, Scherz. Ja, schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich auf die nächste Mission. Machen wir natürlich auch zusammen, ne? Mhm, gerne. Klar, auf jeden Fall. Super. In dem Sinne. Wunderbar. Freunde, Landratten da draußen, ahoi, Hummel, Hummel. Was war's?